Okay, Leute, ich würde sagen, wir sind ready, oder? Wir sind ready, dent evil. Und damit herzlich willkommen, YouTube. Hallo, YouTube. Hey, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich hoffe, euch geht's gut. Denn wir haben uns hier zusammengefunden, weiterzuspielen. Resident Evil 7 Biohazard. Mein Name ist Donny. Das ist der Chat. Nee, ich meine da. Darf ich vorstellen? Chat, YouTube, YouTube-Chat. Bitte mit Gebühr und Abstand Faust geben. Winken. Glühwein trinken. Ja, war ein geiler Tag heute, ja, oder? Okay. Wir gehen direkt mal rein. Also an Moderation fällt mir mittlerweile auch gar nichts mehr ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufgrund der hohen Nachfrage tatsächlich Chat ausgeblendet jetzt im VOD. Chat gibt's natürlich trotzdem, sehe ich natürlich hier in meiner Kommandozentrale hier. Aber wir haben es jetzt mal ausgeblendet hier, beziehungsweise ich sag's ehrlich, ich hab's ausgeblendet. Ja, ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich mache hier ich bin Creative Director hier auf dem Kanal und ich habe gesagt, komm, machen wir weg. Ja, und ich starte heute mit gemischten. Falsches Spiel, Donny, was? Ach, ist das das. Ach, das ist das falsche Spiel. Oh, so fängt's geil an, Leute. Nee, nee, nee. Komm, komm, echt. Komm, wirklich. Oh mein Gott, jetzt habe ich echt das falsche Spiel offen hier. Oh. Aber kriegen wir hin, alles gut. Ich habe mich schon gewundert, warum das alles. Aber die haben. Da ist auch so ein Tape. Sorry. Ja, gut. Erste Highlight haben wir hier, ungeplant. Wo finde ich das jetzt nochmal? Resident Evil Biohazard. Hazard. Das ist es doch! Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, ich krieg schon wieder diese leichte Panik. Ich mache hier irgendwas kaputt gerade wieder, ne? Warte. Nee, das ist richtig. Ich kann oben jetzt auf links kann ich in Village gehen, aber das hier ist richtig. Fortsetzen. Ja. Nee, das ist schon richtig. Ach. Ich habe gedacht, ihr. Jetzt wusste ich nicht, ob das ein Troll ist oder nicht. Egal, weiter geht's. Ich habe keine Angst auf jeden Fall. Ich bin das jetzt gewohnt. Also, Leute, ich habe ein bisschen Schiss, weil folgendes. Ich glaube, ich habe das letzte Mal echt verbockt. Also, es gab zwei Hinweise, die immer wieder kamen in den Kommentaren und auf Twitter, im Feedback-Schleifen überall auf der Welt. Zwei Sachen habe ich verbockt. Eins, ich sollte nicht immer meine Speicherstände überschreiben, weil man sich in eine auswegslose Situation begeben kann in diesem Spiel. Haben wir das schon gemacht? Ich glaube ja. Zwei, was war zweitens nochmal? Ah ja, das Kraut. Ich esse immer das Kraut und kombiniere das nicht. Aber ich sag mal so, jetzt ist schon zu spät. Was soll ich machen? Also wir sind hier stehen geblieben und haben jetzt wie viel? 6 Schuss und haben 7 Gegner. Ich mache jetzt so, ich weiß noch, letztes Mal sind wir stehen geblieben. Ja, ich habe diesmal auch sogar meine Hausaufgaben gemacht. Ich bin sogar mal reingegangen, habe mich reingemubbelt in das VOD vom letzten Mal. Und ich habe den Schlüssel ja. Ich muss jetzt einfach nur durchheizen und den Schlüssel dann schnell benutzen an der Tür. Und dann gehen wir rein. Und zerficken das Game, Leute. So wie Cool Savage. Weil Angst haben wir keine mehr jetzt, oder? Wir sind jetzt mittlerweile ziemlich, ziemlich krass. Weil ich muss, glaube ich, ein bisschen leiser machen. Das Game ist ziemlich laut. Okay. Die Crowd verzeiht mir das mit dem Kraut. You're so clever, guy. You're such a clever man. Müll. Okay, wie war das nochmal? Hier kommt gleich ein Dude. Den ignoriere ich.
Oh, ich habe vergessen, wie unheimlich das ist. Ah, ich habe vergessen, wie unheimlich das ist. Warte. Kann ich das vielleicht irgendwie anders machen? Warte mal, hier geht's doch dann runter. Muss ich hier lang? Ja doch, Keller. Let's do this. Kein Game Sound, oder? Warte mal. Doch. Müsste da sein, der Game Sound. Ich kann noch mal ein bisschen aufballern. Stimmt, das Spiel ist ziemlich leise. Sorry dafür. Es müsste jetzt. Ich habe es auf voller Lautstärke jetzt. Passiert aber auch gerade nicht viel, außer ein paar Schritte. Okay, jetzt bin ich schon wieder hier lang gegangen, obwohl ich hier nicht weiterkomme. Was war denn hier nochmal los? Da komme ich nicht weiter, ne? Nee. Ja, warten wir mal ab, ob es wirklich zu leise ist. Ich guck mal eben, ob ich's. Ich mache mal ein klein bisschen lauter hier in den Profi-Einstellungen. Jetzt ist es gerade auf 0 dB. Ich mache mal auf gute alte 3 dB hier oben. So. Aber wie gesagt, passiert nicht viel außer Schritte gerade und leichte Atmosounds, ne? Nicht, dass er nachher erschreckt, wenn da was passiert. Habt ihr gehört? Das Menü-Sound ist schon laut jetzt, ne? Also, just saying, ihr kriegt dann nachher einen Schreck. Ich nicht, aber ich habe keine Angst. Ich bin, Oh, warte mal, das geht hier auf. Ja, geil, Lon. Ja, erstmal was verkombinieren, oder? Machen wir hier mal ein bisschen. Ja, geil! Ja, zwei! Okay! Gut! Gut! Ich habe zwei Heil. Zwei Heilmäuse. Heiltränke. Was liegt hier eigentlich rum? Ist das irgendwie Menschenfleisch? Oder ist das einfach nur irgendwie Biohack? Schneidebrett, Töpfe. Hier ging's rein. Ah, ja, oh nee, ja. Nee, nee, hier ist Scheiße. Hier drin, das weiß ich noch. Hier wird's scheiße jetzt. Oder nee, doch nicht? Ich bin jetzt nur im Kreis gelaufen, ne? Aber hier gibt's hier irgendwo Items, glaube ich. Nee, ich bin im Kreis gelaufen. Alles klar. Ja, wusste ich. Ich gehe jetzt aber mal nochmal hier rein und looten, oder? Da war doch, müsste doch jetzt wieder Loot sein. Nee, das habe ich schon genommen. Ah, nee, doch nicht. Hä? Okay, jetzt checke ich immer noch nicht so, ob das Loot jetzt immer wieder da ist oder nicht. Jetzt kann ich auch, glaube ich, wieder Munition machen, ne? That's what I'm gonna do, bro. Nee. Was kann ich denn? Das sind verbesserte Pistolenmunition. Ja, geil. Kann ich das machen? Nee. Okay. Das ist schon mal gut. Leute, wir machen Progress. Ich bin konzentrierter als letztes Mal. Wir waren aber auch letztes Mal hier, als es schon so, als ich schon 5 Stunden gestreamt hatte oder so. Da war ich, glaube ich, ein bisschen verpeilt schon am Ende. Aber jetzt komme ich wieder rein. Jetzt weiß ich auch, wo es lang geht. Wir müssen auf jeden Fall wieder in diesen Scheißraum, den ich nicht mag. Weil jetzt kommen wieder die Dudes und machen ein Sandwich. Ich glaube, ich nehme mal einen Heiltrank, oder? So, hier ist auch was in der Badewanne. Und jetzt hier ist Kraut. Aber hier ist auch Arschi. Und hier kommt noch ein Arschi von da. Die machen immer Sandwich hier mit mir. Mag ich nicht. Soll ich die killen oder nicht, ist die große Frage. Oder einfach die Aggro ziehen. Ich glaube, ich ziehe die Aggro. Und dann hau ich einfach ab. Ich ein crazy Typ bin. Aber warte mal, ich komme jetzt nicht an denen vorbei, ne? Okay, scheiße. Verpiss dich, bitte. Okay, gut. Gut, gut. Jetzt komme ich hier vorbei, oder? Ja! Macht's gut, ihr Idioten. Aber die kommen noch mal raus hier, oder? Die kommen noch mal raus. Nee, kommen sie nicht. Ja, geil. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Schnell den Schlüssel benutzen jetzt. Come on, let's go. Jetzt muss alles sitzen. Jeder Move. Let's go. Go, 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 go. Go, go. Ja, mach auf. Wieso dauert das so lange? Fuck you. GG, würde ich sagen.
Gut gemacht, ey. Voller Mut und voller Anmut auch sind wir dadurch. Ja, sah wahrscheinlich scheiße aus von außen betrachtet. Schlüssel auf. Let me see what we got here. Oh, da hängt ein Dude. Hier ist ein, okay, hier ist bestimmt geiler Loot. Da, das ist das fehlende Ding. I was gonna be your father. Nein, 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 nein. Nicht der Typ wieder. He will be your father. No, 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 no. I will find him. And I will make him suffer. And you, my friend, will help me. Oh, ich bin heute ein bisschen ängstlich auch, muss ich es echt sagen. Heute habe ich ein bisschen, bin ich dünnhäutig. Was ist er denn? Ist er ein Zombie? Ein Hillbilly? Was auch immer? Ich brauche eine Flinte. Gib mir nicht immer Flintenmunition, wenn du mir keine Flinte gibst, du Arschlochspiel. Hier, hier hast du noch mehr von dem... hier hast du noch mehr von der Pommes, aber wir haben kein Salz. Hände waschen erstmal. Corona, Leute. Ist hier noch was drin? Kann ich was craften? It's all about the crafting, Leute. Ich muss jetzt immer, ich bin jetzt richtiger Craft. Craft-Sportler. Ja, ich bin noch ein bisschen neben der Spur, lass mich in Ruhe. Okay, Kraut. I see Kraut, I go, yeah. Okay, ich tu nochmal was craften, oder? Ich finde, das müssen die heller machen unten, es tut mir leid. Da rechts, ich erkenne da immer nie, was man da anklicken kann oder nicht. Das ist so super Unterschied, also so super subtil, der, das Verblasste als das... Nee, nervt mich, merkt ihr schon, hab ihn letztes Mal auch schon genervt. Naja, egal. Ich mache aber lieber mal eine... Aber ich habe doch zwei Krauts noch, wieso kann ich die nicht kombinieren? Achso, mir fehlt die Chemikalie, okay, ja. Aber ich nehme mal so ein Gedöns hier. Heute keine Chips, heute ein bisschen was Härteres. Heute Fruchtgummi, rote Früchte. Leichenhalle. Oh, Mann. Hier ist eine Kette. Kann ich die Tür aufmachen oder nicht? Nee, geht nicht. Okay. Gleich kommt der fucking Daddy wieder, ich sag's dir. Ja, hier ist doch nicht nichts drin, oder? Hier ist die andere Seite von dem, da wo der... Vielleicht, ah ja, doch, hier. Das ist der Polizist. Der vorhin uns helfen... Also naja, der war ein bisschen schlecht im Helfen. Ah, hier ist noch was. Runter. Ja, geil. Ich bin richtig gut heute im Kombinieren, ich sag schon, ich merk schon, ja geil. Und wir haben auch, wir müssen mal nachladen, ne? Wir haben doch die geile Munition. Was, wie mache ich denn das jetzt? R2 und... Das ist die andere Munition jetzt. Ah, okay, jetzt habe ich die Special Munition. Ey, Multicasten, vielen Dank für die 5 Gifted Subs, du geiler. Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank. Erstmal sind Liebe da für den Floriginator. Okay, Das ist das, was man machen kann. Dagegen boxen. Hä? Was soll das denn? Warum kann man das machen? Ist das ein Gag? Ein Troll vom Spiel? Guck mal, du kannst hier eine Leiche kicken. Du alter Drecksau. Kann man das jetzt auch machen? Hä, das... Ich hab doch schon das Ding. Fuck you! Oh nein, Arena. Scheiße, ich kann hier nicht weg. Muss ich den jetzt kämpfen? Okay, warte mal, kann ich hier dir gehen?
Oh shit. Ey, ich hab Angst vor dem! Ich muss es echt üben mit dem schnell umdrehen, okay, so. Ach. Oh ja. This only ends one way. Oh mein Gott. No way. Ach komm, nee. Are you kidding me? Fuck off. What the fuck? Warum sind diese scheiß Säcke hier? Was soll ich machen? Ich kann nicht dodgen! Wie dodgt man? Ich bin so schlecht! Ich kann nicht dodgen! Und ich hab keine Mund. Scheiß mehr. Ja! Da hab ich ihn! Hab ich gedrückt, du Arsch! Funktioniert nicht mehr. Hä? Oh, Alter! Come on, ey! Are you kidding me? Das ist ja voll ekelhaft, Mann! Are you kidding me? Das ist super ekelhaft! Wann stirbt er endlich, Mann? Ey, das ist irgendwie auch nicht geil, finde ich. Das ist nicht geil. Nee, das finde ich zu. Das ist mir. Es ist Splatter-Scheiß. Das ist. Die. Ey. Ey, die Steuerung ist so scheiße, Alter. Wie findet ihr das? Ey, mal ehrlich, ich finde das fast ein bisschen. Das ist nicht stimmungsvoll. Das ist irgendwie fucking Blut. Jemand, das finde ich irgendwie nicht geil. I don't know. Sorry. Also ich muss ehrlich sein hier. Das finde ich irgendwie ein bisschen too much. Aber muss ja irgendwie, ne? Damit wir den weitermachen. Finde ich ein bisschen übertrieben. Sorry, wenn ich jetzt hier rumhate, aber das, ich muss da immer ernst, ehrlich sein bei meinen Streams. So, das ist mir too much. Ich finde dieses Stimmungsvolle ganz gut. So dieses, ich finde, die Spannung liegt ja in dem, was man eben nicht sieht. Aber ich brauche jetzt nicht mit einer Kettensäge jemand direkt in die fucking Fresse zu fahren. So, das ist mir irgendwie, das finde ich irgendwie ekelhaft. Naja. Aber müssen wir jetzt wohl durch. Das ist jetzt halt zum Kotzen. Ich muss jetzt durch diese Scheißstelle und. Gut, muss man vielleicht irgendwie versuchen, nicht dran zu denken.
Gut. Geht ja nicht anders, ne? Ich hasse es auch hier rumzuheulen im Stream, aber ich kann nicht anders. Das bin ich immer irgendwie. Ach. Hatte der noch Sachen? Ne, hier war noch was, ne? War das auch noch was? Ne. Cool, dann noch mal rein da in das, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hab. Ist auch überhaupt nicht meine Art, Filme zu splattern. Und das check ich nicht, was ich mit den Dudes machen soll. Ey, aber ich muss auch sonst noch mal schimpfen. Die Steuerung ist wahrscheinlich mit Absicht auch so gemacht. Die ist so fucking scheiße, die Steuerung. Man kann sich so schlecht, also ich muss mich echt an das hier drehen. Aber da musst du ja quasi, wenn du dich drehst, musst du ja die Laufrichtung wieder ändern. Das ist ganz komisch. Naja. Jetzt aber genug gemotzt, aber es muss ja auch mal raus. Kann ich hier noch woanders hin, bevor ich da direkt wieder reingeschubst werde, oder? Vielleicht ist hier noch was. Oh ja, die Schießprobe war schon mal gut. Aber ich denke, die Kettensäge ist es halt, ne? Okay. Dann wollen wir mal. Habe ich nachgeladen? Ja. Habe ich genug Dinger gecraftet? Kann ich da noch eins machen? Nee, ja. Das checkt ihr aber, was ich meine, ne? Wenn wir schon beim Motzen sind, dass man unten voll schwer erkennen kann, was sozusagen verblasst ist und was nicht. Das macht mich fertig. Aber ja. Sehr motzig heute. Aber muss jetzt halt auch mal sein. Wenn mich viele Sachen nerven, dann muss ich es auch ansprechen. Ne? Sag ich mal ganz ehrlich. So, jetzt schippst er uns. Scheiße. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das bringt es überhaupt was hier zu schießen mit dem, oder soll ich gleich die Kettensäge holen? Ich denke mal schon. Wieso geht der da lang jetzt? Hör weg, endlich mal, du Arschloch! Ist doch gut, oder? Das ist so eklig, Mann! Alter. Aber ich glaube, ich gut besser als das letzte Mal. Ich glaube, ich habe ihn, oder? Wann stirbt der endlich? Verdammte Scheiße! Ist er weg? Was ist denn das? Do me a favor and stay dead. Oh mein Gott! Was für ein Arschloch. Habe ich jetzt die Kettensäge aber immer, für immer? Jesus Christ, war das gerade.
Und ich habe auch noch übelst den dünnhäutigen Tag, Leute. Ey, das macht mich nervlich komplett fertig, was hier gerade passiert. Ich merke richtig, wie mich das mitnimmt, ey. Das ist so brutal. Ich bin eine zarte Seele, Leute. Wo sind meine... Ja, genau, Messer. Oh, Pistolenmunition ist gut. So, naja, komm. Wir sind ja hier gemeinsam durch. Oh, alleine... Aber sowas macht mir auch keine Angst, ne? Das finde ich dann einfach nur halt ein bisschen eklig so, aber immer mehr als ein bisschen, aber das ist nicht so meins, was mich... Ich bin eher für sie Psycho-Sachen da irgendwie, die machen mich eher... Ich hab's auch vor allem nicht erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es diese Richtung nimmt. Ich dachte, diese Spiele sind immer so ein bisschen Spielen mit dem Subtilen so und... Naja, vielleicht auch gar nicht. Ich habe eigentlich nur das erste und zweite gespielt vor Ewigkeiten, naja. Egal, abgehakt, sei es drum, wir haben ihn geschafft. Anscheinend habe ich den ganz gut gemacht, so wie ich das, den Chat gerade so überfliege. Von hier kam ich, ne? Okay, lass mal weitergehen. Egal, weiter geht's. Sollen wir jetzt, dieser eine Boss oder was auch immer, sollen wir jetzt nicht die Meinung trüben, meine bisher eigentlich gute Meinung von dem Spiel. Haben wir jetzt kommentiert, fanden wir nicht so geil, ich auf jeden Fall nicht, aber ja, weiter geht's. Das gehört wohl wahrscheinlich auch einfach zu einem Horrorspiel. Wird natürlich schwer auf YouTube, ne? Das zu monetarisieren. Haben das andere Streamer dann auch hochgeladen eigentlich? Oder kann, weil Blut kannst du nicht ausstellen, habe ich extra gecheckt. Naja. Okay. Ja. Wo geht's denn jetzt weiter hier, Mäuse? Hier. Was ist denn das für eine Tür? Warte mal. Das ist eine von diesen... Warte mal. Was ist denn das? Muss ich da den... Habe ich das hier? Den Dietrich oder das benutzen, ist die Frage. Dietrich, ne? Nee. Ich mache jetzt einfach alles hier. Was ist denn hier los? Das kann ich gar nicht öffnen, ne? Habe ich den... Ich habe irgendwas vergessen, glaube ich. Einen Schlüssel oder so. Vielleicht hat ja der Daddy irgendwas in seiner Pocket. Mal gucken. Kann ich hier runterhüpfen? Nee. Kann ich da überhaupt wieder rein jetzt? Nee, ne? Doch. Jetzt gucken wir nochmal hier, ob der... Vielleicht hat er den Schlüssel oder so? Noch. Ist hier was? Hier ist eine Tür. Ah, hier ist was. Erste Hilfe. Okay, gut. Ist das eine Tür? Nee. Oh weh, ey. Das fängt ja gut an heute, ey. Ja, wie es mich abgefuckt hat. Ihr habt es gemerkt, ne? Es hat mich gut abgefuckt. Das fand ich nicht cool, ey. Oh Mann. Ja, scheiß drauf, Mann. Aber irgendwas habe ich doch übersehen, oder nicht? Vielen Dank, das Ludogramm. Vielen Dank, El Bate. Fand den Splatter auch echt gewöhnungsbedürftig. Danach wird es aber wieder. Nice. Gut zu wissen. Danke für die 5 Monate. Dann haben wir Swagspear. Danke für 2 Monate. Fiji oder Fitch 26. Danke für 2 Monate. Multicasten, wie gesagt, 5 verschenkt. Vielen Dank. Crabzenator. Johannes H. Spongelord. Danke für die 4 Monate. F. Ja, Clocks. Hey, Donny, wollt ihr dir nur meinen monatlichen Sub da lassen und genieße deine Unterhaltung enorm? Vielen Dank. Danke, dass du das schon so lange machst. Hoffe, dir geht's gut in diesen Zeiten. Das ist aber lieb. Swedish Girl, Felgra. Nike wohnt bei Emma. Danke. Heisenberg, Scott Systems, Pia hat auch noch einen Zap verschenkt. Slaughterbaron, der hat's bestimmt gerade gefallen, die Stille. Bombsnai, Tim Tedigent, 13 Monate, Naughty Sex. Ich habe bestimmt ein paar vergessen. Ich kam erst, weil ich einfach ein schlechter Streamer bin, muss man auch mal sagen. Ah nein, aus Versehen benutzt. Ich wollte eine R1-Attacke machen, jetzt habe ich eine Arznei benutzt. Na, leck mich doch einfach manchmal am Arsch. Nee. Ich habe R1 gedrückt, weil ich gegen das Fleisch hauen wollte. Mit R1.
Okay, was ist hier los? Warum kann ich das nicht aufmachen? Ich habe nichts zum Öffnen, ne? Ich glaube, ich muss wieder zurück und einfach, ich habe jetzt die drei Hunde. Aber warum war ich dann hier drin? Da hätte ich auch gleich zurückgehen können. Nee, wo habe ich nochmal den letzten Hund geholt? Habe ich den hier in dem Raum geholt oder habe ich den woanders? Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. DX Monox DX, vielen Dank, Streichholzschachtel, auch an dich, Misenmin, Alex ohne Hose, danke für den Gift, Zap, das Ludogramm. So, jetzt mal wieder hier ein bisschen mehr Atmo, Leute, ja, wir müssen mal, ich lasse euch mal an meinen Gedanken teilhaben. Ich habe das Gefühl, ich mache einen Fehler jetzt, ich mache es aber trotzdem. Ich gehe jetzt zurück, weil ich glaube, wir müssen in den Hauptraum, weil wir haben jetzt alle drei Hunde. Und wir haben noch so einen Skorpionschlüssel. Da war jetzt ein Dead End, meines Erachtens nach. Ich mach mal hier Heilmittel. Und das können wir auch machen. Na, nee. Ja, ist nicht hell genug. Ich sehe nicht, ob man es benutzen kann. Sind die Viecher jetzt aber tot? Das wäre ja geil. Die sind nicht mehr da. Jawollo. Wieso sind die nicht mehr da? Ist ja quasi wie der Motherbug. Der eine Daddy. Sieht so aus, ne? Guck mal, die tauchen jetzt nicht mehr auf, die Underworld Princess hier. Kann ich hier was machen? Hier wollte ich ja immer rein die ganze Zeit, mich mal umschauen, aber konnte ich hier nie, weil die immer... Sabrina, vielen lieben Dank für 5 Gifted-Subs, vielen lieben Dank. Sehr, sehr großzügig von dir, Little Cat. Thank you. Let's try to go up into the main room. And now I'm talking English here. Maybe ich kann das öffnen. Warte mal. Kann ich das nicht? Nee, das kann man ja gar nicht aktivieren. Deswegen kann ich auch keinen Dietrich benutzen. Dann gehen wir doch mal speichern erstmal. Ich glaube, das ist safe eine gute Idee. Einmal speichern, dann in den großen Raum. Weil wir haben 2 Möglichkeiten jetzt wieder. Wir können auch durch diesen... Hier oben ist ja auch so ein... Das mag ich gar nicht. Das ist die Oma. Ich wusste die Oma. Ich wusste die Oma. Ich wollte es gerade sagen. Die scheiß Oma. Die. Warum kill ich die nicht einfach? Die wird doch nachher wird auf jeden Fall irgendwie so ein Riesenmonster. Na, willst du noch Plätzchen haben? Mein Sohn? Da kommen so Schlangen aus dem Mund. Okay, erstmal Safe Zone speichern. Leute, GG. Nicht überschreiben. Nee, jetzt kann ich überschreiben, glaube ich. Ich glaube, in dem Fall können wir jetzt mal überschreiben, doch. Klar. Ist ja klar. Wir haben ja Progress gemacht, wir haben gut viele Heilzeugs. Ich glaube, wir haben es gerade so gerade gerettet, sozusagen, glaube ich, tatsächlich. Könnten wir mal wieder was in die Kiste packen, ne? Nee, brauchen wir alles gerade, oder? Kann ich noch was kombinieren eigentlich? Da ist doch noch Pulver. Nee. Gut. Weiter geht's. Aber ich nehme lieber eine Waffe. Random Neugierde. Magst du eigentlich gebrannte Mandeln oder und Nicknacks? Klar. Nicknacks mag ich aber lieber als gebrannte Mandeln. Nee, ich mag gebrannte Mandeln lieber als Nicknacks. Das wäre mal eine geile Kombi, oder? Nicknacks, gebrannte Mandel. Hört ihr mir zu, Lorenz? Okay. Habe ich jetzt die normale Munition oder habe ich... Nee, okay. Ich habe nur die eine Munition. Ich würde die am liebsten killen, ey. Ach, guck mal, die kann man gar nicht. Guck mal, die kann man nicht anzielen. Das macht, lässt das Spiel eigentlich. Labbedy, labbedy. Ich bin schlau. Die ist wahrscheinlich irgendwie wichtig, deswegen geht das nicht. Du hast einen scheiß Rollstuhl. Ich schieb dich die Treppen runter, Oma. Ja, scheiß Oma. Okay, wo geht's jetzt weiter? Ja, wir sind ja gleich in der großen Tür. Hier ist auf jeden Fall die Skorpion-Tür, die will ich jetzt mal ausprobieren. Warte mal, war das schwarze Zeug hier schon vorher? So sieht das aus.
Ach, ist eine Abkürzung. Ja, Roffel die Roffmann. Man nennt mich Progress O'Sullivan. Jetzt kommt der letzte Hund hier rein. Ha! Open the door. Sesam, öffne dich. Geile Sesamstange, mach auf. Ja, jetzt lass uns doch einfach abhauen. Spiel beendet. Dann ist doch gut jetzt hier. Ich habe jetzt genug von dem Scheißhaus. Just give me the loot. Just give me the loot. Because of the dot here. Loot, loot. Warum gehe ich hier hin? Warum gehe ich hier hin? Hier würde ich nie hingehen im echten Leben. Ich will einfach hier weg. Von diesem scheiß gottverdammten Haus. Ist hier irgendwas noch zum Looten? Looten, looten. Give me the loot. I just want some Schießpulver. And I don't want this, I don't want that, I don't want a chair. I need some Kraut, that's good. So we can combine Kraut into... Jetzt, ach, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ich könnte... Ich check das jetzt erst so langsam. Okay, man kann... Nee, noch kann ich gar nicht... Ich kann nichts kombinieren gerade. Okay. Garage. Was ist denn das hier, wo S steht? In der Mitte des Bildes jetzt bei der Karte. Das ist eine Schlangentür. Habe ich so eine... Habe ich einen SS, einen Schlangenschlüssel? That good old SS? Also, jetzt nicht aus dem Kontext reißen das, ne? Ich schieß dir eine rein in den Arsch. Fick dich. Das sieht auch überhaupt nicht creepy aus hier. Sieht ein bisschen aus wie die Bar 25 damals. Hörst du leise. Dann machst du die Tür so auf. Dann gehst du rein, alle sind so halbnackt, machen miteinander rum. Ja, Mann, geil, Glitzer im Haar. Ich hab so einen dummen Zylinderhut auf. Ich bin jetzt seit einem Jahr in Berlin, aber eigentlich komme ich aus Hinterdupfingen. Ich bin das Problem, ich bin Teil des Problems, deswegen gibt es hier Gentrifizierung. Aber geil, lass mal raven. Und Pillen gibt's ja auch. Guck mal, das passt ja perfekt, die Pillen. Ja, haben sie scheiß Raver ihre Pillen draußen gelassen. Ich habe schon genug Ecstasy drin, komm, schieben mir jetzt in den Arsch. Funktioniert schneller. Ah, lass mich noch in Ruhe, Leute. Invictus One, danke für die 2 Gifted Subs. Klububa, danke für den Sub. Stream macht wieder Spaß. Danke dir, mir auch. Ich bin jetzt auch ein bisschen beruhigter. Ich war am Anfang ein bisschen dünn heute. Ich muss erstmal wieder reinkommen, aber jetzt ist cool. Nee, war auch am Anfang gut, aber jetzt ist cooler, sag ich. Will ich da rein? Nee. Ich geh nochmal ins Haus. Ganz kurz. Ich will mal gucken. Ich bin da so einer. Ich muss immer alles... Erstmal das Gefühl haben, ich habe wirklich alles fertig gemacht. Weil hier war doch noch die Flinte irgendwo. Wie kann ich... Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wo die war. Also ich, das wäre die, die ich nicht krieg. Aber da war doch noch so ein Fenster. Und da war eine Flinte drin. Ich frage mich, wie ich die krieg. Bekomme, sagt man. Das hat unser Grundschullehrer immer zu uns gesagt. Man darf nicht kriegen benutzen. Eins im Chat, wer das auch beigebracht bekommen hat. Man soll das Verb kriegen nicht benutzen. Das fand ich immer weird. Mein Grundschullehrer hat gesagt, das soll man nicht benutzen. Man soll lieber bekommen benutzen, wegen Krieg. Habt ihr es auch bekommen? Das sind ganz schön viele Einsen eigentlich tatsächlich. Ich habe gedacht, wir wären die Einzigen, die das so beigebracht bekommen haben. Okay, hier haben wir jetzt keinen Schiss mehr, weil Daddy ist tot. Hoffentlich. Aber die Oma taucht bestimmt gleich wieder auf. Ich werde 100% jetzt auch gleich wieder irgendwie gejumpscared, weil jetzt das Spiel natürlich weiß, ah, hier war er schon lange nicht mehr. Wie wär's denn? Hiermit! Fliegen und Kakerlaken hier in der Küche, das ist geil. Ich kick diesen Scheißstuhl hier einfach. Scheißstuhl! So, warte mal. Zimmer der Großmutter. Im ersten Stock habe ich noch einiges nicht. Ich glaube, im ersten Stock war das, ne? Hier verirrt man sich aber auch echt viel. Es ist gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten.
Was ist denn hier? War ich hier schon mal? Ah, hier ist ein Speicher, Dude. Hm, brauche ich das? Nee. Eigentlich nicht, ne? Was ist denn das nochmal? Ja. Okay, warte mal. Ich gehe nochmal hoch. Fleabag! Danke für den Prime Sub. Ey, Fleabag, fantastischer Name und eine fantastische Serie. Von Waller Bridge! Phoebe Waller Bridge! Eine tolle Frau. Tolle Frau. Sehr talentiert, sehr witzig. Oh, hier sind noch Zeugs drin, geil. Sie haben nicht genug Platz. Halt dein Maul, ihr habt genug Platz. Das brauche ich aber. Wo ist denn jetzt mein Lager? Kann ich nicht was kombinieren, dann ist es wieder weg? Doch. Ich habe hier neue Sachen zum Kombinieren. Pillen und flüssige Chemikalien. Macht Psychotonikum. Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft, obwohl sie... Aber ist das jetzt... Nee, ist nicht machbar, ne? Mir fehlt flüssige Chemikalie. Da liegt doch eine hier! Hier ist eine flüssige Chemikalie. Erstmal hoch. So. Habe ich hier noch irgendwie Schlüssel? Die habe ich ja voll viel noch nicht entdeckt. Ist gut, dass ich nochmal hochgegangen bin, oder? Finde ich. Habe ich noch einen Skorpionschlüssel? Ne, warte mal, guck mal. Ich habe da noch einen! Ha! Guck mal, ich habe noch einen Schlüssel hier für neues Zimmer. Okay. Hä, das passt. Ne, Schlange. Achso, warte mal, das steht doch immer da. Ob das da! Die Tür ist hier. Okay, Zimmer der Großmutter können wir jetzt rein, auf jeden Fall, gleich. War hier nicht bald die Flinte irgendwo? Meine ich. Oh oh. Ich hör Zeugs. Dieser Scheiß, der Sohn ist ja auch irgendwo hier noch, Leute, ne? Der Sohn ist irgendwo hier, ich hab vor dem Schiss, weil der war noch... Der war jung noch und der ist bestimmt schnell. Mal hier lang. Bin schon ein bisschen angespannt, sage ich ganz ehrlich. Weil ich das Gefühl habe, hier passiert gleich was. War hier noch was drin? Or did I loot it all? Da ist eine antike Münze im Klo. Oh Mann, ich muss mal zu meinem Lager gehen und irgendwie ein bisschen aufräumen. Wo ist das Zip? Ach da, okay. Hier, und jetzt müsste hier die Tür sein. Ja, hier, die kann ich aufmachen. Ist hier nicht sogar ein Speicherding gewesen? Nee. Ein Videoding. Da ist doch die Flinte. Guck mal. Ah! Holy moly, we got the gun. GG! Flinte, Binte. Ah, ich hab nicht genug Platz. Ah, wieso bin ich so scheiße? Ich muss Platz machen. Wo ist denn jetzt der nächste Speicherraum? Woody, vielen lieben Dank für die 5 Gifted-Subs. Du bist und bleibst die Beste hier. Nicht, dass wir hier die Leute, nicht, dass wir hier irgendwie ein Wertungssystem haben. Aber ja, du bist besser als die anderen. Nein, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Generous as usual. Warte mal, Leute, ich verirre mich hier ständig. Ich brauche jetzt Waschraum. Aber da komme ich nicht... Waschraum ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Wo kann ich denn jetzt hin? Wo? Ich muss noch ins Kinderzimmer, ins Schlafzimmer der Eltern. Ja, jetzt nervt mich jetzt, dass ich... Ich war gerade am Lager und meinte noch, nee, das brauche ich alles. Okay, ich muss jetzt einfach auf gut Glück laufen. Ich check nicht, wo man... Die Karte bringt mir irgendwie auch nicht nie was. Weil ich nicht genau weiß... Ich glaube, hier ist erstmal richtig. Ja, hier unten ist doch... Genau, erstmal Main Room, dann hier runter. Und dann müsste, glaube ich... Hier irgendwo gleich ein Speicherpunkt sein. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Waschraum, oder? Ich glaube, ich gehe einfach zum Waschraum, weil ich weiß, wo der ist. Nee, hier lang. Ich glaube, ich gehe übelst den Umweg gerade, aber ich check einfach sonst nicht, wo ich hin soll. War da was? Schublade? Okay, nichts drin. Mach übelst den Umweg gerade, ne? Wo ist jetzt dieser scheiß Waschraum? Da. Okay, jetzt... Ah ja, gut. Jetzt sind wir jetzt da, egal. Erstmal, jetzt geh erstmal hier Kiste. Und jetzt mal, aufräumen hier.
Was brauchen wir denn nicht direkt? Ja, wir brauchen eigentlich fast alles. Warte mal, ich muss da irgendwas so kombinieren können, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das Problem ist, in dem Hauptraum ist ein so ein flüssiges Ding mit, wenn ich das aufheben könnte, könnte ich jetzt schon zwei Sachen sozusagen wegkriegen vom Inventar und hätte mehr Platz, aber dafür brauche ich Platz. Okay, ich leg mal. Was ist denn das? Pillen? Wir haben auch noch so einen Schlüssel, einen Skorpionschlüssel. Ich mach so, ich mach alles mal hier in die Kiste und komm hier dann bald zurück oder zu einem nächsten Ding. Um dann hier einfach ordentlich zu kombinieren. Die brauche ich zum Beispiel nicht. Ah, nee, doch, ich habe eine Flinte jetzt. Ja, ich muss ja irgendwie Platz machen. Ah, das ist echt schwierig. Fuck, ich habe echt wenig Platz. Ich weiß nicht, ob die Logik jetzt die schlauste ist, aber vermutlich nicht. Jetzt, wo ging es nochmal lang? Ah ja, hier, durch die... Wartet mal ab, ich habe einen Plan. Ich hab im Hinterkopf. Ihr wisst doch gar nicht, was ich vorhab. Sitzt ihr wieder zu Hause und sagt, ja, Donny, mach das mal anders. Und dann werdet ihr sehen, oh, Donny ist genial. Fuck, ist der gut aussehend und genial. Said nobody ever, Donny. T-Homer, danke dir für den Sub und danke dir für die geilen Supercuts immer. Das ist Schlange, kann ich nicht rein. Kinderzimmer. Wo ist jetzt nochmal das Zimmer der Mutter? Okay, jetzt weiß ich's. Okay, hier und dann um die Ecke. Ja, 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 got it. I got it. Jetzt können wir die Flinte nehmen. Fliege die Flintboy. Flintbro. Jerry Larry Flint. Die defekte Flinte. Wieso ist die defekt? Ich bin es leid, die ganzen Scheiße immer hier durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegungsraum Keller. Ja, das habe ich ja alles schon auch so gelöst. Schlaubi Schlaumann hat es auch ohne Hints hingekriegt. Ich habe das Spiel auf den Kopf gestellt. Ich hätte gern die Mütze. Ich habe das Spiel von hinten aufgerollt. Mein eigenen, I did it my way, you know what I mean? Brennerkraftstoff, nice. Mhm. Hier, geil. Nee, jetzt haben wir wieder keinen Platz. Leute, das ist doch nervig. Hier ist lauter gutes Zeug und ich kann nichts aufheben. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Okay, die sind also alle befallen von diesem dunklen Scheiß und deswegen werden die alle zu Zombies? Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie diesen Brief erreicht. Sie dieser Bereit. Als Ihr Arzt empfehle ich dringend, sich weiteren Tests zu unterziehen. Gezeichnet Dr. House. Gut. So, ich konnte jetzt das nicht aufheben, aber kann ich jetzt kombinieren? Ich bin schlau. Nein, ich kann immer noch nichts kombinieren, weil ich die Scheiße nicht aufheben kann. Ich muss die flüssige Chemikalie aufheben, damit ich das wegkombinieren kann. Sonst kann ich nichts mehr aufheben. Weil es sind zwei Stück. Einer im Hauptraum und einer hier. Jetzt muss ich ja irgendwie... Was ist denn jetzt mit der Flinte? Kann ich die mal kurz weglegen? Auf den Boden legen. Weißt du, so einfach mal weg, kurz. Ich kann die nicht benutzen, ne? Warum? Kann ich die ablegen, kurz? Kombinieren, kann man auch. Ich bin voll überfordert jetzt gerade wieder damit. Kann ich sagen, dass ich das Menü immer noch nicht verstehe? Wieso kann ich die jetzt nicht benutzen? Ah, die ist kaputt, ne? Kann ich die ablegen, damit ich wieder das andere aufheben kann?
Ich muss in die Kiste, ne? Hm. Jetzt muss ich da wieder runterrennen und wieder hochkommen. Ey, langsam kenne ich mich in dem Haus aus wie in meiner Wohnung, ey. Ich glaube, das muss ich mal an Sims nachbauen, die Wohnung. Das Haus. Scheiß Apple Watch da immer. Gibt's ein kürzeres Zimmer? Ich glaube, hier ist doch ein kürzeres Zimmer. Hier ist doch auch gleich ein Speicherraum gewesen. Ich geh mal hier lang. Das weiß ich noch. Da war ein Speicher, Room to the... Ein Room to the Speich. El Speicherraum. El Hospital. El Hospital del Suavere. Hier war doch ein Ding, oder nicht? Ich dachte, das wäre ein Speicherraum. Doch nicht, ne? Scheiße. Komme ich hier jetzt rein? Rabenschlüssel habe ich noch nicht. Ich habe keinen Vogelschlüssel. Was ist denn da drin? Da sind geile Sachen drin. Oh. Das ist aber eine große Wumme. That's what she said. Not to me anyway. Lasagne von gestern, haben wir schon alles gecheckt. Ja gut, ich bin hier falsch. Warte mal, ist hier? Hier war doch irgendwo was zum Speichern, das weiß ich doch. Hier ist eine Kiste. Was ist das? Flintenmunition. Oh, hier war ich schon lange nicht mehr. Oh, this looks not cool. Oh, ich krieg wieder dieses komische Gefühl. Überall dieser Fungi. War ich da schon? Ja, okay, Eingangshalle. Oh, ich gehe im Kreis. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, ich gehe in den Waschraum. Das ist der einzige fucking Raum, wo ich weiß, wo der ist. Let's run. Noch ein Fruchtgummi hier, geil. Hey, ich habe jetzt einen Slot frei? Warum? Warum habe ich einen Slot frei? Was habe ich denn jetzt auf? Ich verstehe es nicht. Ich leg das jetzt mal weg hier. Flinte bringt mir nichts. Ich kann die nicht benutzen. Ach, Dietrich. Ah, Marlene, die alte Sau. Ich mach mal hier Folgendes. Erstmal kurz die Flinte weg, weil ich habe einen Plan. Ich habe einen Masterplan. Bleib mal hier bei mir kurz. Ich hole mir jetzt nämlich erstmal, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber ich hole mir jetzt erstmal die beiden fucking Chemikalien. Dann kombiniere ich die und dann hole ich mir die Flinte wieder. Aber die müssen jetzt mal benutzt werden, damit wir die, hier zum Beispiel das eine, joinks. Und oben war noch eins, im Oma-Raum. Let's do this. Ja, muss man halt mal, manchmal muss man halt auch ein bisschen die extra Wege gehen. Wir machen unsere 10.000 Schritte heute hier im Game. Ja? Auch hier in dem Haus ist Corona. Und guck mal, wie gut wir uns mittlerweile auskennen. So, easy peasy, lemon squeezy. Jetzt habe ich aber eine Idee gerade. Leute. Und ich schwöre, nicht wegen Chat oder so, ich bin selber drauf gekommen, ich habe eine Idee. Kann ich jetzt nicht die Flinte, die kaputte, da hinlegen und die richtige nehmen? Oh! Ja, sicher kann ich das, bestimmt. Ich bin schlau, Mann. Ich brauche ein bisschen länger. Ja, ja, kam mir gerade die Idee, tatsächlich. I swear. And I swear by the moon and the stars in the sky I'll be there, I'll be there. Okay, jetzt erstmal kombinieren, Kombinatius. So, was kann ich denn jetzt alles machen? Wieso kann ich jetzt nichts kombinieren? Doch, das kann ich machen. Wieso kann ich das jetzt hier nicht mehr machen? Weil ich kein Kraut habe? Ja, ist kein Kraut gewachsen. And I swear by the moon and the stars in the sky I'll be there wherever you are. Okay,
So, hier habe ich eine Abkürzung gerade gefunden. Da war eine Treppe. Ha! Geil. Okay, gib mal jetzt hier Scheiße. Kraut. Gib mir die Kraut. Gib mir Kraut. Duf. Ah, duf. Ah. Ich hab's jetzt. Es hat jetzt alles ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich's raus. Und wir haben noch so eine Münze in dem Klo. So, jetzt kombiniere ich das alles weg. Ich bin richtig geil jetzt in dem Game. Was brauchen wir? Das ist immer wichtig. Eins. Und wir machen Munition. Check den, weil jetzt sind die Sachen. Sind die Slots frei. Und jetzt kann ich ja wieder die Flinte nehmen. Aber das fehlt mir doch. Das mache ich mal rüber, weil weiß ich noch nicht, wofür ich das benutzen kann. Jetzt machen wir die defekte Flinte. Und was können wir noch gebrauchen? Schatzi, gib mir ein Foto. Ich brauche die Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Warte mal, kann ich das schon machen? Da fehlt mir eine Chemikalie. Also nehme ich die Pillen direkt wieder, mache ich die direkt in die Kiste, bis ich wieder Chemikalien habe. Sparen wir uns Platz. So, wir brauchen nämlich Flintenmunition gleich, weil jetzt ballern wir gleich mit der Flinte. Okay, nice. Ich speichere. Damit ich das alles nicht nochmal machen muss. Und ich überschreibe auch. Let's go. Schatzi, zeig mir ein Foto. Oder wie geht das? Wie geht nochmal der Text? Schatzi, zeig mir ein Foto. Skorpion weg. Warte mal, Skorpion brauche ich. Das geht nicht. Skorpion brauche ich doch noch. Ah, ich lasse lieber den Skorpion drin, weil den vielleicht. Wir haben doch noch eine Tür zu öffnen. So, jetzt wollten wir, jetzt habe ich wieder vergessen, Flinte holen. Der Flinten-Moment kommt jetzt. Larry Flint, Leute. Kröger Rama, vielen Dank für die 5 Gifted-Subs, my man. Hast ein bisschen Liebe da für den Mann. Vielen Dank für die 5 Gifted-Subs. Carlo Malo hat auch noch einen Sub da gelassen mit Prime. Herzlich willkommen. Hoffentlich bleibst du länger. Random Turkey, 7 Monate. Moin Donny, ich lass mal Sub da. Danke dir. Running Wildfire, räum in der Bude ordentlich auf, Donny. I am doing it. Danke für 8 Monate. Und das Peppo hat 5 Monate Prime gesubbt. 5 Monate sind es nun schon. Vielen Dank für deine tollen Streams. Dein neuer Podcast rockt. Oh man, vielen Dank. So, take this, Flint. Warte. Ach so, jetzt trage ich zu viel. Haha, nein. Jetzt habe ich zu viel. Jetzt muss ich ja wieder was weglegen. Kann man das nicht auf den Boden legen, kurz? Oh Mann, jetzt muss ich wieder zur Kiste, warum das... Willst du mich verarschen, ey? Jetzt muss ich zur Kiste gehen, um den Skorpionschlüssel wegzulegen, nur damit ich... Ah, ätzend, ey. Kiste, Alter. Das ist der wirkliche Horror hier gerade, auf jeden. Und ich glaube, ich muss die so ein bisschen verschieben, damit das auch passt, oder? Macht er das automatisch? Gucken wir mal, ob er es automatisch macht. Die Musik hier erinnert mich ein bisschen an von Last of Us, oder? In dem Raum da, habt ihr das gerade gehört? Habe ich übrigens immer noch nicht gespielt, Last of Us 2, ne? Total abgefahren, weil ich eigentlich Last of Us 2 total geil fand. Aber irgendwie habe ich mich nicht rangetraut ans zweite, weil ich irgendwie Schiss habe, dass es mich enttäuscht. Okay, jetzt erstmal Flinte nehmen. Oh nein, wir sind eingesperrt! Oh nein! Aber nicht mit mir, du. Das benutzen wir hier. Warte mal, wie kann man das machen? So? Ja. Das ist ein Geräusch, was ich gerne höre. I came here to fuck people up and chew bubblegum. And I'm all out of bubblegum. So, wir haben jetzt auch die Hauptmission erledigt. Vorratskammer fehlt uns noch. Warte mal, was ist das? Rabe habe ich nicht. Dann haben wir noch irgendwo ein Skorpiontür. Haben wir noch irgendwo eine Skorpiontür? Ich habe noch einen Skorpionschlüssel. Ich brauche eine Skorpiontür. Wo ist ein Skorpiontür? Das war Duke Nukem natürlich. Guter Film? Ich rede von dem Spiel. Ah, that's better. Ich glaube, er sagt aber... I came here to kick some ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Irgendwie sowas. Warte mal. Wo ist denn noch eine Skorpiontür? Ich verstehe nicht, warum ich noch einen Schlüssel habe. Hier ist aber keine einzige mehr übrig, oder? Das ist Schlange?
Ich glaube, ich kann den Skorpionschlüssel echt einfach in eine Kiste lassen. So, ich will auf jeden Fall die Flotfinte nicht irgendwie benutzen. Das ist mir jetzt, ich kenne mich, ich werde die wahrscheinlich gar nicht benutzen, weil ich so ein Schwabe bin und Angst habe, dass ich keine Munition mehr habe. Ich habe schon am Anfang viel zu viel verschwendet. Wo geht's jetzt lang? Wieder raus würde ich jetzt gehen, tatsächlich. Aber dafür müssen wir wo lang gehen? Wir müssen wahrscheinlich... Oben sind auch noch... Das sind alles Schlangen. Ich habe noch keinen einzigen Schlangenschlüssel. So, wie ging's jetzt nochmal raus? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es rausging. Hier sind die ganzen Geräusche. Na, hier ging's doch einfach raus, ich Depp. Lol. Ich stehe direkt davor. Schinken auf den Augen oder was? Sag mal doch so, oder? Hast du Schinken auf den Augen, du Arschloch? Schatzi, gib mir ein Foto. So, wo gehe ich zuerst rein? In die creepy. In den creepy Wohnwagen? Oder in die Bar 25? Was kann ich denn hier machen? Jetzt muss ich hier irgendwas anwenden. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas Blaues und Rotes, ne? Ja, habe ich noch nicht, glaube ich. Drane Luap! Danke für den Prime-Sub, herzlich willkommen. Hoffentlich für länger, ja? Bleibst du hier? TS103, danke auch für deinen Sub. Ihr könnt auch gerne bei uns auf dem Discord vorbeischauen, ne? Einfach im Chat Ausrufezeichen Discord eingeben. Da sind viele coole Leute. Und ich bin auch da. Okay, warte, jetzt mal wieder Ruhe. Ah, ist ein Safe Space. Ja, geil. Was ist denn das hier? Thermometer? Steroide. Ja, das ist ja mega, der Safe Space. Hier gibt's ja voll viel geiles Zeug. Und die Kiste habe ich auch. Kann man sich... Hier ist eine Waffe! Was ist das für ein geiles... Defekte Pistole, okay. Speichere ich jetzt oder nicht? Ja, ich speichere mal kurz, komm. Ne, erst nachdem ich alles aufgehoben habe. Warte mal. Bin schlau. Steht da Gammize? Ich dachte, da steht Gammelfleisch. Oh, hier ist Zeug. Was ist das? Nee. So. Was ist denn das hier? Antike Münze? Warte mal, kann man das umdrehen? Was ist denn hier? Was soll das? Ach, hier kann man die Münzen reinlegen. Ah, ich brauche noch 8 Münzen, dann kann ich das aufmachen. Guck mal, ich habe doch ein paar in der Kiste. Hahaha. Hahaha, 3 Stück, aber ich warte erstmal, bis ich die 8 habe, oder? Das ist befriedigender. Dann können wir die alle da reintun. Dann kann man das wohl freischalten, oder was? Dirty Doe, Dirty D, meine ich. Danke für die 3 Monate. Welcome back. Relax, Mo. Danke für den Prime-Sub. Danke für die Bits, Fluivi. Und Enrico Fix ist auch wieder jetzt am Start mit Prime. Schön, dass ihr mit dabei seid. That woman. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Ist es der Sohn? Da ist Daddy. Wollten die sich vielleicht unsterblich machen oder so? It's too late for them. Okay, Comic Sans. Nice. Oh, wir brauchen wieder ein Tape. Okay, will ich das? Tapes sind immer unheimlich. Okay, ich glaube, hier kann man auch Münzen rein. Ach so. Warte mal, da kann ich 3 Münzen reinstecken. Steroide. Increase Max. Was kann ich das... Echt, so kann man es auch lesen. Erhöht darauf die maximale Gesundheit. Okay, das nehmen wir mit den 3 Münzen. Ja, geil. Ja, oder? Safe. Geh mal hier. Ja, let's go. Put in the money. Put in the morning. Ja, nochmal. Oh, ist ein bisschen befriedigend irgendwie. Satisfying. Ah, nice. Steroids. Ja, hier, Steroide. Will ich nie nehmen. Nee, alles echt hier. Alles antrainiert. Ja. Kennt mich vielleicht vom Film Gladiator.
habe ich mitgespielt mit Russell Crowe. Ja, Hollywood. Bin jetzt gerade hier wieder in L.A. beim Arnold Schwarzenegger, ja. Ist ein Freund von mir, guter Freund. Hängen gerne mal im Humidor ab. Da spielen wir dann auch Resident Evil 7 manchmal. Der Arnie löscht gerne Rätsel. Manchmal verliere ich mich so ein bisschen, Leute. Sorry. Kombinatius. Ja, die Lidl-Werbung braucht ihr mir nicht mehr schicken. Ist jetzt hiermit wirklich offiziell mal angesagt. Bitte mir nicht mehr die Lidl-Werbung schicken. Ich habe es wirklich gesehen jetzt. Letzten zwei Tage habe ich nichts anderes geschickt bekommen auf Instagram. Ich weiß, ihr meint es nett, aber es reicht. Ich habe die Werbung gesehen, ja. Und ich habe nichts damit zu tun. Oh! Klingelt. Wie heißt die alte nochmal? Zoe, habe ich mir gemerkt. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Mia's dead. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. Okay. Auf die Hints achten, Leute. Old house. You can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Also sie ist eine von der Familie, aber die ist cool, oder was? Warte mal, ich guck nochmal aufs Foto. Der Sohn ist irgendwie verrückt geworden, aber die ist wohl die eine Tochter. Und die Mutter ist die hysterische, verrückte. Okay. Jetzt mal gucken. Jetzt, wenn wir schon eine Kiste in der Nähe haben, versuche ich gerade mal hier. Aber ich brauche alles, was ich da habe, ne? Ich brauche das alles. Vielleicht das Pulver weglegen, weil ich kann gerade noch nichts kombinieren. Wer weiß, vielleicht findet man einen Schlüssel oder so, weißt du, dann haben wir da keinen Platz. Aber ansonsten brauche ich alles. Waffe, Schrotflinte, Heilmittel. Warum stackt das hier nicht? Starke erst aus einer anderen Art. Ey, weißt du was? Ich nehme das mal mit rüber. So, das brauche ich für Bossfights oder so. Dann habe ich jetzt wieder einen weiteren Platz, oder? Nee, warte mal, das müssen wir so machen. Okay, jetzt habe ich zwei Plätze frei. Das werde ich auch noch nicht. Doch, soll ich das jetzt nehmen? Dann habe ich einfach dauerhaft mehr. Ja, ich nehme das jetzt einfach. Steroids. Dauerhaft mehr. Dings. Hieß es. Wirken dauerhaft. Ja, okay, let's go. Steroide rein. Defekte Waffe habe ich hier noch, tatsächlich, ja. Ich mach die mal in die Kiste, klar, die brauche ich ja auch nicht. Okay, jetzt mal, und jetzt speichere ich. Und dann gehe ich weiter. Wo ist denn die... das Tape-Ding? Hä? Hier. Ja, ach so, ja, wegen der Werbung, ja, also... Ja, ich wollte jetzt auch nicht, das klingt mal dann so ein bisschen... Hört auf, mir das zu schicken, ja, ich hab's gesehen, ja, ist ja gut. Aber ich meine, ich muss ehrlich sein, es kam halt wirklich, Leute, gestern und vorgestern habe ich das bestimmt 40 Mal geschickt bekommen. Was jetzt auch nicht so viel ist, aber halt auch dazu dann, glaube ich, noch 20, 30 Mal verlinkt worden darunter. Deswegen, I saw the ad. Ich glaube, Florida hat das gemacht, ne? Ja, aber ich habe damit nichts zu tun, auf jeden Fall. I don't know anything about it. So. Da war eine Münze im Haus noch, das stimmt. Aber ist es jetzt so wichtig, wenn ich schon sehe, wie viele Münzen ich noch brauche? Ich werde mich daran erinnern, falls ich wirklich ernsthaft mal wieder mehr Münzen brauche. Aber hier, guck mal. Wir brauchen erstmal wieder 5 und dann hole ich die im Haus auch. Empty Hourglass, danke für 10 Monate. Yes, man, danke für 4 Monate. Stark, Leute, danke für den Support. Das ist aber auch, glaube ich, wieder so ein Prime-Monat-Auslauf-Ding gerade, ne? Da kommen dann immer besonders viele rein, was mich natürlich freut. Ich glaube, bei einigen von euch lief es gerade aus, ne? Das
Weil wer das nicht weiß, man kann ja, wenn man Amazon Prime hat, umsonst einen Streamer seiner Wahl supporten, ohne dass was extra kostet. Jeder auf Twitch hat einmal, wenn man es verknüpft mit Prime, kann man jeden Monat einmal einen Streamer einen Sub geben. Ohne dass man extra was zahlen muss. Das ist übrigens dieses Prime, wenn ich sage, danke für den Prime. Weil tatsächlich fragen mich das immer noch recht viele Leute, gerade auch in meinem privaten Freundeskreis. Das finde ich immer ganz süß, wenn ich dann mit denen spazieren gehe oder so. Dann kommen echt immer die Fragen, die sie sich nicht trauen, im Chat zu fragen. So, also verständlicherweise so, ja Donny, sag mal, ich gucke echt mittlerweile echt so deine Streams und so, was mich übrigens immer mega freut, gerade wenn echte Freunde, also Leute, die ich im echten Leben kenne, wenn die dann sagen, die gucken meine Streams, hallo Timo übrigens. Und dann so, ja, was ist denn dieses Prime? Was ist das? Da muss ich auch immer das erklären, was ich dann gerne mache, so. Ja, also wenn man Amazon Prime hat, kann man das, kann man Twitch einfach verknüpfen und dann hat man einmal im Monat, kann man das irgendeinem Streamer geben, den man will, zum Beispiel mir oder auch anderen Streamern. Und ich krieg dann, ich werde dann dadurch supported. Okay, let's go. Wir haben creepy Dings im Klo. Was ist denn hier? Nee, das muss irgendwie, ja, das ist was anderes. Ja, jetzt weiß ich aber, die hat gesagt Haus am Wasser, ne, irgendwie. Ich brauche einen Schlüssel für. Hab extra mal Konto erstellt, um dir meinen Sub zu geben. Carlo Marlo, vielen lieben Dank. Das ist natürlich going the extra mile. Going the extra Marlo. So. Das den. Danke für den Gifted-Sub und Sub noch oben drauf. So, warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt hier, ja, hier geht's doch lang wahrscheinlich, oder? Die hat doch gesagt, Wasser im Haus. Jetzt mal wieder rein hier, Leute, ins Getümmel. Sieht ein bisschen Bloodborne-mäßig aus. Au! Kann ich hier rein? Oh, hier ist creepy. Hier ist creepy as fuck. Okay, wir sind im Sumpf. Guck mal bitte, wie creepy diese Viecher da sind. Was sind das? Grabsteine? Überhaupt nicht creepy. Einfach mal die fucking creepigste Sache der Welt. Mal 50.000 und aufgehangen an der Decke. Fucking Baby Dolls. Leute, ich werde gleich erschrocken. Ich weiß es. Ich fühl's. Ich fühl's. Walze musst du fühlen. Oh, das kann ich looten. Nice. Ja, jetzt kriegen wir überall Munition die ganze Zeit. Kakerlakenkiste, nice. KK. Gute alte KK. Okay. Ich würde hier nie freiwillig rein wollen. Habe ich schon eine Karte? Nein. Da ist ein riesen... Fucking... What? Sind wir jetzt hier in Blight Town oder was? Okay, scheiße. Muss man das killen? Ja, hör auf! Okay. Okay, gut. Ich dachte schon, ich muss meine Munition jetzt verschwenden. Don't wanna waste my ammunition. Donny, grüß mal bitte Nicole. Sie will sich die Tage auch noch als Managerin bewerben bei dir. Traut sich nur nicht. Hallo Nicole, als Managerin bei mir? Hallo Nicole, ich grüße dich hiermit. Okay, Leute, ich muss jetzt hier mal konzentrieren, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich mich konzentriere, werde ich weniger krass erschrocken. Was eigentlich keinen Sinn macht irgendwie, aber irgendwie doch. Scheiß Couch, ich zerschneide dich und verkauf dich bei Bares Ferraris. Festbrennstoff. Okay, das Aufheben klang wie ein Furz. Was ist das? Oh no! I shouldn't have done that! Oh oh, ich hab die Bienen geweckt! Kann man da nicht einfach drunter? Ich bin tot, ne?
Da kann man nicht durch. Fuck off. Fuck Mückenmann. Ich brauche irgendwas zum Verbrennen. Fox Knox, danke für 2 Monate, Marty Smith, Alter. Marty Smith und Melly Popelli, gib mir mal bitte was zum... Kann ich die nicht irgendwie anzünden? Festbrennstoff, ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird. Kann allein nicht verwendet werden. Ja, duh. Jetzt bräuchte ich dieses scheiß Brennen-Ding. Ich gehe da auf jeden Fall nicht nochmal rein. Ich überlege gerade, ob ich nochmal lade, weil ich jetzt... Aber bin ich so neu, werde ich so neu laden, Mann? Ich meine, es wäre schlau, jetzt neu zu laden, weil wir haben nichts ausgegeben und könnten jetzt einfach wieder dahin rennen. Ich mach's einmal, komm. Ja, ich bin Ladenmann. Ladenmann. Läppchen 23. Ach so, geht das. Ja, sicher geht das so. Weißt du doch schon. Ist doch schon ein 2. Monat. Sehe ich doch. Okay, das war schlau. Wir sind direkt. Ladenmann ist gut. Ladenmann ist ein guter Mann. Könnt ihr looten nochmal? Ladenmann. Ladenmann! Latek, Udo Latek, Alter, hier bei mir im Stream, unglaublich. Nein, don't move. Okay, wow, das Geräusch allein ist so creepy. Kennt ihr das, wenn ihr im Sommer oder so? Natürlich kennt ihr das, aber dieses, wenn so eine riesen Hummel oder so, so richtig nah an eurem Ohr und das ist, man gleich hört so, hey, das ist keine normale Wespe oder so, das ist so ein richtiger, da kriege ich so Schiss, ey, das triggert voll bei mir was. Niges, danke dir für den Prime Sub oder Niges und Peho und Bo auch. Danke für eure Subs, warte mal. She's upstairs, don't go up. Ach, guck mal, das ist die andere Seite von dem... Warte mal, das ist doch einfach nur die andere... Wow! Ayo! Fliegen! Oder Moskitos, was immer das ist. Ich brauch was zum Verbrennen, ja, hey. Hey, hey, hey! Hier war noch Loot, oder? Nee. Doch, hier. Weiß ich doch noch. Hab ich noch, muss ich doch neu looten jetzt hier. Brennen. Brennnesselstoff. Gib mir das, ja. Also safe brauche ich halt irgendwie was zum Verbrennen. Kann ich hier in das Wasser? Ich glaube nicht, ne? Nee, lass mal lieber mal. Das ist bestimmt contaminated. It's contaminated. I can't use water. It's gonna be contaminated. No, 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 stop. Ich habe halt keine HP-Bar, ne? Ich weiß immer nie, wie viel das abzieht. Doch, da unten links, ja gut. War hier noch irgendwas Blutiges? Ah, no. Tschüss. Ich brauche eine Karte dringend. Okay, hier geht's aber weiter. Oh, wir werden gleich erschrocken. I just know it. I know it, it's going to happen that we're going to get a fright. And I'm not talking about a fried pan, I'm talking about a fright with GHT. Karte! Klar liegt die Karte hier rum einfach. Na klar. So, wie groß ist denn das alles? Oh, ist eine riesen Area. Okay, geil. Scheiß Blumen! Ich fand das Haus aber creepier, muss ich sagen. Aber gut, ich werde bestimmt dafür für die Aussage baldigst bestraft. Denn Hochmut kommt in diesem Spiel, wie wir alle wissen mittlerweile, vor dem Fall Brennstoff. Creepy Sink. Was war das? Scheiße, ich hab's zu schnell aufgehoben, nicht geguckt. Was war das? Like, dude, fucking Spider, fucking, da ist aber eine Chemikalie. Fickt euch. Kann ich euch töten? Oh nein, die kommen auf mich zu. Ich brauche dringend sowas zum Verbrennen. Hier, Dietrich. Habe ich nicht. Scheiße. Damn it. Kein Dietrich mehr. Marlene. Weißt du was? Ich muss da auch mal die Flinte ausprobieren.
Lohnt sich das? Ist der Aufwand jetzt eigentlich, lohnt sich das, die zu killen? Um dafür... Ich glaube, das war dumm. Aber ich weiß nicht. Aber hier sind gute Sachen drin. Emma Bodenkunde, vielen lieben Dank für 5 Community Subs, die du gerade rausgehauen hast. Lass dir mal ein bisschen Liebe da. Vielen, vielen Dank. Sag ich so. Warte. Welche? Na, die nervt aber auch ein bisschen. Jetzt mal ganz ehrlich, die fliegen. Kann ich die abschießen? Ich mach's einfach mal, komm. Take this! Weniger ist mehr. Okay, nice, die kann man... Die Frage ist nur, ob ich das machen hätte sollen. Und die jetzt immer wieder kommen und ich einfach nur mit Munition verschwende. Ich habe das Gefühl, letzteres ist der Fall. Okay, das, so kann man es lösen. Okay, nice. Okay, ich habe also Munition verschwendet. Ich hätte einfach den Wulst killen sollen und vielleicht auch mit dem Messer. Fällt mir gerade auf. Munition sparen und so weiter. Na gut. Wir brauchen Heilmittel. Und wir brauchen Kombinatius. Pipo Inyo! Danke für den Prime-Sub, herzlich willkommen. Warte mal kurz. Hier kann ich doch jetzt was machen. Brennstoff? Ja, geil. Das ist dann wie mit einer Axt, mit so einem Axtdeo einfach sprühen, oder was? Flammgranaten. Ich glaube, ich brauche aber eher... Was kann ich noch bauen? Ich kann nur das noch bauen, ne? Ich mach, was ist denn besser? Flammgranaten oder... Oder das? Ich kann nur noch das bauen, ne? Aber ich mach's mal lieber. Das klingt cool. Flammgranate. Take my flame grenade, asshole! Flame grenade, meine ich. Ja gut, wo geht's denn jetzt lang? Hier ist ein Dietrich. Ach, da ist sogar ein Dietrich-Symbol in dem Raum, wenn man da was aufdietrichen kann. Ja. Gut zu wissen. Thank you for letting me know that. I'm gonna go back. Check out this door here. Can I open this? No, I think I... Hab ich's überhaupt versucht? Warum habe ich das nicht versucht? Okay, creepy Bilder. Ein echtes Sackgesicht hier. That was funny, Donnie. So you make your money with like comedy? Okay. Oh, hier ist wieder was, wo ich einsetzen kann. Habe ich aber was? Nee. Spinne. Vamos a la playa, Leute. Vamos a la playa. Guck mal, wie... Oh, der Schatten sieht unheimlich aus. Ich sehe aus wie ein 12-jähriger Junge im Schatten. Hey, Mami. Dieses Messer. Das ist auch ein bisschen creepy. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall dann was einsetzen. Das ist doch klar. Was ist denn hier? Warte mal, das kenne ich doch vom Traum, oder? War ich nicht hier im Traum? In Mias Traum. Doch, doch. Erstmal Müll scavengen. Oh, starke Erste-Hilfe-Arznei. Sehr gut. Flüssig. Oh, hier ist richtig guter Loot. Hier ist so eine Dose. Oh, das ist der Brenner. Okay, den konnte ich nicht nehmen, als ich mit... Warte mal, kann ich nicht was kombinieren? Habe ich wieder Platz? Wo war denn die nächste Kiste? Die war in dem... Nicht im Haus, ne? Die war in dem Wohnwagen, glaube ich. Hätte ich jetzt schon gern, weil ich glaube, die ist super gegen die Moskitos oder was das ist. Ja, warte mal, lass mal erstmal gucken. Vielleicht kommt ja hier ein Speicherpunkt bald. Das könnte einer sein, oder? Sieht ein bisschen aus wie ein Safe Room. Da ist ein Rucksack. Oh, geil. Ist das ein Rucksack? Kann ich... Ist ein Safe Room. Habe ich jetzt einen Rucksack? Ja! Mehr Objekte! Guck mal, wir haben eine ganze Reihe jetzt hier mehr. Geil! Ich habe es doch gewusst, als ich den Rucksack gesehen habe. Rucksäcke sind geil, Mann! Jack Wolfskin, Alter, los geht's! Fuck! Schulranzen, alle Bücher rein, let's go! Ab welcher Klasse habt ihr aufgehört, mal Zahl in Chat, in welcher Klasse habt ihr aufgehört, Rucksäcke zu benutzen? Sondern einfach nur noch den Ordner cool in die Schule getragen? Ab der ersten, natürlich, Vita-Sloth. Ist klar. Der 8., 7., 8., nie? Pia bis zur 13. Klasse mit einem Schulranzen? Wie uncool ist das denn?
Naja, also ich bin heute Morgen aufgestanden und jetzt. Und dann so ganz eng, viel zu eng den Rucksack auch so. Und dann immer, wenn man sich so dreht, auch jemand so im Bus, so immer die Leute weghauen. Sorry, ich muss hier raus. Turniste. Ich hatte schon in der 10. Klasse einfach cool meinen Ordner. Da habe ich auch Graffiti drauf gemalt und so. Richtig cool getaggt. Und coole Sprüche drauf. Und coole Aufkleber, so ein Reggae-Aufkleber mit so einem Hanfblatt. Ey, ich war einfach ein crazy Typ, Mann. Wisst ihr, was ich meine? Ich kannte gar keine Regeln. Okay, wir müssen jetzt hier. Was muss ich denn hier weglegen? Gott, wir haben echt viel Zeug, ne? Ich glaube, ich könnte Schießpulver mal kombinieren. Und das jetzt mal kurz direkt zu Dings machen. Dingenskirchen. Munition, ne? Das geht. Jawohl. 44, das haben wir jetzt richtig viel, das ist nice. Rucksäcke sind cool. Ja, Rucksäcke sind dann jetzt wieder cool. Ja, jetzt ist mir auch scheißegal, aber in der Schule hat man halt gedacht, dass sowas wichtig ist. Appearances, Leute, Appearances. Ich will nicht sagen, dass es schlau war. So, ich kann aber doch die starke erste Hilfe. Nee. Kann ich irgendwas stacken? Nee. Ich hole mir jetzt erstmal diesen Brennkolben. Ist hier noch irgendwas? Wo waren meine Stifte? So ein bisschen wie Zurück in die Zukunft 2. Da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Stifte. Ja, wer auch immer die Referenz verstanden hat, der wird den Gag jetzt appreciated haben, aber eigentlich war der auch schlecht. Nee, ich hatte einfach immer einen Kuli. So, ich war da echt. Ich hatte einen Kuli in der Hosentasche und mir war das echt ein bisschen scheißegal. Hat man auch ein bisschen gemerkt. Aber auch ein bisschen an den Noten auch gemerkt, teilweise. Aber ich war halt ein cool Kid, ne? Also, habe ich gedacht. Okay, Leute, jetzt passt mal auf. Wir müssen jetzt hier mal bitte uns konzentrieren. Ja? Hört mal auf, jetzt euch die ganze Zeit. Hört mal auf, so unkonzentriert zu sein, ja? Ich lege mir das jetzt. Wo kann ich mir das jetzt hinlegen? Auf die. Sozusagen. Wie check ich nicht mit den Slots hier? Warte mal. Ich kann immer das. Ich will das jetzt nach unten legen. Weil, wie geht denn das? Ach so, warte mal, so geht das. Na klar. Bewegen. Warte mal, jetzt habe ich's. So, jetzt kann ich das aber auswählen. So. Nee, warum kann ich das jetzt nicht auswählen unten? Warum nicht? Warum geht das nicht? Das ist doch eine Waffe. I don't get it. Ich kann das nicht auswählen. Warum nicht? Lies doch mal die Beschreibung. Anscheinend kann er mit etwas anderem kombiniert werden. Ah, mit Brennstoff natürlich. Aber wo sind meine Brennstoffis? Habe ich die weggelegt? Warte mal, ich habe doch welche gehabt. Warte. Ich hatte doch Brennstoffschweine. Habe ich die in die Kiste gelegt? Jack, calm down. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Danke für den Prime Sub. Ein Hase, danke für 3 Monate. Cakeflip, danke für den Prime Sub. Nitzis, ziemlich viele Neulinge heute hier. Finde ich nice. Herzlich willkommen. Das machen doch immer so andere Streamer. Die sagen dann sowas wie: Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Also normalerweise spiele ich hier Dark Souls. Heute machen wir eine Ausnahme. Heute spielen wir ein bisschen Resident Evil. Und ich mache immer diesen Brillen-Move seit neuestem. Weiß ja auch nicht warum. Okay, brennen. Kraftstoff muss ich das doch rüber machen. Nee, hab ich doch. Nee. Diese Pastillen, wie heißen die? Wo sind die denn? Ich hab die schon wegkombiniert, ne? Ich hab die kombiniert, um die Bomben zu machen. Welcome to the Wolfpack, genau. Warte mal, aber wieso kann ich... Ah, ich habe vorhin diese Dinger verschwendet schon, glaube ich. Ich glaube, diese Brennstoffeinheiten hätte ich wahrscheinlich reinlegen können in diese Waffe. Hm, gut. Wir behalten das mal im Auge. Deine schönen Augen. Okay, weiter geht's. Sackgesicht! Na klar! Messer! Haha, glitchy! Cheese! Das ist so schwer zu zielen! Bleib da mal stehen! Mann, ich, wie so ein Vollidiot wische ich hier gerade mit dem Messer rum. Okay, gut. Gut. Muss ich immer dran denken, an Jim Carrey in diesem Film. Ist es der Ja-Sager? Nee, oder... Mann, wo der Gott
ist. Welcher Film ist da, wo Jim Carrey den macht? Alles gut. Gut. Schosch 909, danke für die 5 Monate. 909, du bist bestimmt Musikproduzent. Finde ich gut. Ich bin eher ein 808-Typ, aber 909 ist auch nice. Bruce Allmächtig, genau, stimmt. Okay, Leute, ein bisschen wieder Concentration hier. Ich bin in dem Zimmer und hier konnte ich nicht lang, ne? Doch, hier kann ich doch hin, oder? Habe ich noch nicht ausprobiert. Jede Tür ist eine Opportunity hier, Leute. Okay, da ist ein creepy Klo. Hier ist ein Viech. Jetzt nicht mehr. Stopp. Vanya. Na, na, man. Kommt man da nicht hin? Ach, hier ist ein Hebel. Da brauche ich wahrscheinlich was dafür. Okay. Da brauche ich irgendwie wahrscheinlich so ein... Ja, ein Hebel halt. Okay. Hier passiert jetzt was. Ich weiß es. Es war schon zu lange. Kein Scare mehr. Scare mehr. Black Lotus 0511. Ja, danke für den Prime Sub. Sehr mysterious name. Ich bin Black Lotus 0511. Meine Postleitzahl ist. Sag ich nicht. Das ist doch ein Teil. Brennerdüse. Ja, geil. Sieht aus wie eine Analdusche, ist aber eine Brennerdüse. Das weiß man, wenn man sich auskennt mit Kammerjagd. Teile kombinieren, hä? Wie? Was meint der Teile kombinieren? Warum steht das hier, dass ich hier Teile kombinieren kann? Warum stand das jetzt hier im Menü? Das verstehe ich nicht. Ich weiß auch, dass man hier Teile kombiniert. Hä? Warum kam das jetzt hier so auf? Kann ich das jetzt anscheinend... Ja, aber wie? Lass mich das doch mal... Ich kann hier nichts kombinieren hier. Ich kann aber nichts kombinieren noch. Oder? Ich sehe doch nur die Sachen hier. Ich kann hier nichts anderes kombinieren. Oder muss ich da vielleicht auch Platz machen, sozusagen? Nee. Hm. Donnie weiß nur, wie man Teile konsumiert. Eyo! Ja, wer meinen Podcast hört, weiß, dass ich das nicht tue. Also außer einmal. Meine Ecstasy-Geschichte gibt's in Folge 3. Ausrufezeichen Podcast, wenn ich an dieser Stelle mir selber die Überleitung gemacht habe, dass ich immer ein klein bisschen Werbung machen kann für meinen Podcast. That's what sie said. 4 Folgen gibt es schon überall, wo es Podcasts gibt, umsonst. Podcast-App, Spotify. Und die 5. Folge kommt am Mittwoch raus. Die nehme ich morgen auf. Oder Samstag, kommt auch an. Und 4 Folgen gibt es schon. Werdet ein Teil dieser Movement und putzt auch ihr den Boden mit euren Füßen. Ihr fragt euch, wovon redet der? Ja, müsst ihr wohl die Folge 4 anhören. Jetzt mal gucken hier. Ah! Wieso kann ich die Sachen nicht kombinieren? Ich glaube, ich habe hier alles ausprobiert. Ich glaube, ich gehe jetzt mal weiter. Ich war in jedem Raum hier drin, oder? Ja. Nimmst du die immer zu einer bestimmten Uhrzeit auf? Nee. Bin vorbereitet. Ich habe hier das Kabel. Nee, meistens nachmittags. Klautzka. Nehme ich auf. Irgendwie fühle ich mich da immer, da habe ich immer Energie. Hoch. Entweder morgens oder nachmittags aufnehmen. Podcast ist für mich immer am besten. Abends streame ich lieber. Das ist eine andere Vibe. So kann ich nicht so gut podcasten, finde ich. So, kann ich hier durch? Warte mal, geht mal weg, bitte. Ich fahre hier noch nicht, ne? Aber hier sind überall wahrscheinlich Fliegen. Kann ich das killen? Ah, hier geht's lang. Haha! Ganz vergessen. Ja, nice. Wie viel ziehen die ab? Nicht so viel. Guck mal, wie viel Energie ich noch habe. Okay. Keller ist ja immer da, wo man sein will, in solchen verlassenen Sumpfhäusern mit Riesenmoskitos und allem möglichen Horrorkram. Mia! Ethan!
Bist du normal oder Dämon mir? I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone. Das ist der Junge, ich wusste. You mind if I borrow mommy for a little bit? Warum hat er eine Hand wieder jetzt? Wächst es nach? Don't just stand there. Do something. Ethan, help! Damn it. Okay, das können wir einlegen in dem einen Raum. Also geil, die Frau wird hier so, wird so gekidnappt und dann so kurz so. Okay, das können wir reinlegen in das Rätsel. Hier könnte man natürlich noch ein bisschen was schnitzen. Eventuell könnte man hier die Kerzen auch mal ausblasen. Ne? Wir wollen ja nicht riskieren, dass hier die Bude brennt. Aber ganz ehrlich, was soll denn hier an der Bude brennen? Ich bin schon richtig abgehärtet hier, Horror-Genre-mäßig. Aber konnte ich hier lang oder nicht? Nee, hier ist ja nichts mehr, okay. Also die Spinne müssen wir einlegen oder was auch immer das war. Ich glaube, das ist in diesem die Frau wird langsam zur Nebensache, aber echt. So, warte mal. Ich muss jetzt hier. Ich frage mich, ob ich die Sachen killen muss oder nicht. Ob hier irgendwie wichtige Items vielleicht drin sind und man tatsächlich einfach diese Fliegen killen muss. Ich versuche mal, das Nest zu killen jetzt hier. Komm. Ich mache gerade was Dummes, ne? Ich mach grad was Dummes, oder? Bringt das überhaupt irgendwas? Das bringt nichts, ne? Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Fühlt sich nicht so an. Lass mich runter! Nee, das bringt alles nichts. Und hier von der Seite war ich ja schon. Oh Mann, ich sterb jetzt, ne? Oh nein. Ja, nee, klar. Absolut Horror. Fickt euch. Okay, wenn ich hier stehe, kommt keine. Kommen die Fliegen nicht. Okay, ihr wolltet so haben. Warum kann ich das? Kann ich das jetzt benutzen oder nicht? Ich kann hier nichts kombinieren. Ich möchte gerne die beiden Sachen kombinieren, ist klar, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Weil ich bin ja nicht doof, ich weiß ja, dass eine Flamme geil wäre jetzt. Aber ich check nicht, wie ich es kombiniere. Ich weiß es nicht. Ich bin ratlos. Ich kann hier nichts. Ich kann nichts mit diesem Brenner. Jetzt lass doch mal kurz nochmal nachdenken. Anscheinend kann er mit... Ja, Brennergriff. Natürlich mit einer Brennerdüse. Aber how the fuck do I get these together? Oh, die Tür. Okay. Ja, aber ich weiß nicht. Ich würde so gern verbrennen können. Was zu brennen! Und ich meine nicht Sexualkrankheiten. Boah, was brennt, meine ich, dann wäre es besser Sinn gemacht. Ich hau es mal kurz ab, ich muss es rauskriegen mit dem Kombinieren. Ich werde wahnsinnig hier.
mal ganz langsam hier rein. Du hast hier einen Tab, der heißt Kombinieren. Bin ich da überhaupt drüber? Seht ihr das überhaupt? Nein, da ist sie! Ich schieß dein fucking Gesicht weg! Pay attention, boy! I wanna show you something! Ah, hier, der muss hier eh hin. Ist falsch, ne? Sehe ich jetzt schon. Oder? Warte, nee. So? Ah! So, aber dann. So, ne? Hä? So. Das müsste reichen, ja, okay. Oh, ich bin mitten im Bild. Also, den kombinieren checke ich einfach nicht. Was ist jetzt mit der Alten? Muss ich die jetzt killen oder nicht? Ist die noch hier? Soll ich die killen oder nicht? Aber ich brauche dafür Brennerzeugs. Ich geh mal hier erst lang, weil vielleicht ist hier was Cooles. Ich brauch Brennerzeug, Patrick! Fuck. Hey, Language. Oh, guck mal, ich habe schon Sachen auf meiner Hand. Ey, wo ist eigentlich meine linke Hand? Warum habe ich die eigentlich wieder? Hey, wie jetzt? Ist hier Sackgasse? Nee. Ey, ich bin auf der anderen Seite jetzt von dem Ding. Warte mal. Einfach einen Eimer nochmal gucken. Ihr kennt, damit ihr das auch seht. Also ich mach mal einfach einmal ganz nochmal. Ich habe hier das Tab Kombinieren. Und hier ist für mich nichts zurzeit kombinierbar. Das seht ihr unten. Ich kann da nichts machen. So, und jetzt habe ich Objekte. Und mir ist schon klar, dass die beiden irgendwie zusammengehören. Aber ich weiß nicht, wie ich die kombiniere. Bewegen. Aufeinander, so kann man die stapeln oder so. Da kann ich die... Versteh es nicht. Vielleicht. Das hier, da steht ein Plus. Objekt kombinieren. Warte, unten. Warte mal, kann ich das mit dem auch machen? Ja! Tell me what you really, really want. Don't put the kid to bank. You're gonna flame show all the fucking bitches down, yeah. Ja. Einfach einmal genau geguckt, da unten stand klein. Das kleine Plus kombinieren. Kann ich noch andere Sachen so machen? Ich wusste nicht. Ich dachte, man kann nur hier kombinieren. Aber gut, jetzt wissen wir's. Kann ich hier auch noch was kombinieren? Jetzt bin ich natürlich richtig kombiniergeil. Nee. Gut. Weiter geht's. Tell me what you really, really want. I've got the flamethrower. I got the power. Du. I got the power. So, warte mal, kill ich jetzt die Alte, ist die Frage. Dann kann ich auch nachher machen, ne? Jetzt gucken wir mal das Ding hier. Ah, geil, Alter. Oh, Hallöchen. Ja, hallo, ich brenne euch weg. Ich kann für euch. Hallo. Hier habe ich immer noch keinen Hebel, ne? Hebel. Ich nehme mal lieber die andere auf. Ja, die. Gelernter Spielmechaniker, sieht's aus. Iron Brain Eater, danke für den Prime Sub, herzlich willkommen, genauso Ibims Chris F. Sorry. Vanya, hat auch mit Prime gesubbt, 3 Monate schon. Black Lotus 0511, habe ich vorhin schon gesagt. Kommt ganz bestimmt nicht aus Mainz. Flüssige, ja, man muss auch mal in den Schubladen. Schubladen? In den Schubladen ist manchmal auch was Gutes drin. Außentapets, Innengeschmack. Jascha GR, danke für deinen Prime Sub. Herzlich willkommen.
auf diesem Chaos-Kanal. It's nice to see you, nice to meet you, my mate. Welcome. Drink. Hier war ich doch schon mal. Wieso ist denn hier auch wieder so ein Rasenmäher? Hä? Das ist. Ist es genau der gleiche Gang? Oder ist das, haben die hier einfach auch ein Rasenmäher? Hey, Bro. Das ist doch der gleiche Gang. Hier ist doch dann der Waschraum hier vorne. Oh, hier ist ein Hebel. Kurbel, meine ich. Ja, gut, das gleiche. Okay, let's take the Kurbel and Kurbel. Danny und die Schubladenfabrik. So sieht's aus. Den könnte ich auch mal wieder gucken, eigentlich. Den Original, den alten Willy Wonka. Der ist, glaube ich, super creepy, wenn man den jetzt nochmal guckt. Also nicht den mit Johnny Depp, sondern den originalen. Oompa Loompa Lippity Loo. I've got Ich kenne den Text nicht. Adorno. Danke für den Prime Sub. Herzlich willkommen. Okay, lass mal die Hebel jetzt. Hebelwirkung, Leute. Abkürzung. Activated. Ich hätte natürlich jetzt den Hebel auch nehmen können, da wieder außen rum gehen können und dann den Hebel draußen benutzen können, wo wir auch ein Hebelding hatten. So, pass auf, ich mache jetzt mal hier die alte tot, glaube ich. Was steht denn hier? Das alte Haus nach dem Serum durchsuchen. Okay. Das heißt, ich muss, glaube ich, in diesen Räumen einfach mal aufräumen. Okay. Das ist jetzt für immer dann, oder? Dann ist es gut. Jetzt habe ich noch 87. Nachladen geht nicht, ne? Doch. Okay. Dann mache ich das hier jetzt auch einfach. War ein bisschen vorsichtig. Okay, einmal mit einmal schießen geht's weg. Super vorsichtig. Okay, jetzt kann man es auch machen. Nice, gut. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass man in den Räumen, wo die Fliegen sind, tatsächlich einfach wichtige Sachen findet und man deswegen erstmal die Sachen, diese Fliegen da vernichten muss. Soweit war ich schon. Okay, ist hier was drin? Kraut. Nice. Kombinatius. Kraut. Let's go. Okay, Progress, Leute. Progress. Hier sind so Viecher. Wand-Dudes, aber die stören mich eigentlich gerade nicht. Ich auch immer so leben und fliegen lassen, ne? Okay. Aber das kommt mir alles bekannt vor. Ist das genau das gleiche Schnitt von dem Haus? Wisst ihr, was ich meine? War das nicht in dem anderen Haus die Stelle, wo ich mich versteckt habe vor der Frau? Ich verstehe nicht, warum das alles so gleich ist. Ah nee, das war ja Mia. Das war in Mias Traum. Leute, Popeude. Die! Trophäe, wofür? Riecht nach gegrillten Moskito. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Oh. Oh, ich hab nichts mehr, ich muss nachladen. Scheiße. Ah, fucked off. Hat's in sich gerade. Aber ich glaube, wir haben gerade Progress gemacht. Ich glaube, das war gut. Das kann ich jetzt hier raus? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Hier war noch was, ne? Nee, Dietrich. Marlene! Aber hier haben wir einen Hebel? Nee, jetzt fehlt immer noch der Hebel, ne? Why not? Sometimes it's just gotta be.
Oder habe ich den Hebel? Ah, ich habe den Hebel da die ganze Zeit. Okay, er ist nicht nur einmal verwendbar. Ist das eine Toilette? Mixer, danke für 8 Monate und danke Sabrina für den Gift-Zap. Vielen Dank. Oh, hier ist gut. Gut, Loot. Gut, Loot. Kiste. Krähenschlüssel. Ja, endlich mal einen. Warte mal, hab ich das verrafft? Bin ich gerade dumm? Man braucht einmal den Krähenschlüssel für alle Krähentüren und einmal einen Skorpionschlüssel für alle Skorpionschlüssel. Kann das sein? Irgendwie habe ich immer gedacht, ich brauche jetzt für jedes eins. Weil dann kann ich ja jetzt überall rein, wo... Das war übrigens echt eine Toilette. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, dass ich... Ja, sobald du einen Schlüssel benutzt, sozusagen der dann weg ist. Weil so ist ja jetzt... Jetzt sich ja ganz viel eröffnet. Jetzt warte mal, wir haben da eine Krähe. Da gehe ich direkt mal hin. Ich bin noch nicht verrückt. Ich lasse mich das noch nicht nehmen. Da kommt jetzt bestimmt aber jetzt auf dem Rückweg, weil das Spiel natürlich jetzt weiß, aha, hehe, jetzt hat er Fortschritt gemacht. Jetzt gehen wir den nochmal erschrecken. Wir haben einige Krähentüren noch nicht geöffnet. Das weiß ich noch. Aber wir sollen immer noch das Haus nach dem Serum untersuchen. Wahrscheinlich ist das da S. Da, wo S steht, oder? Ne, Speicher. Das heißt Speicher. Wie laufen wir denn jetzt hier rechts? Okay, genau. Ja. Und dann hier den... Gang lang. Ne, hier lang. Jetzt kommt gleich der Scare. Ich sag's euch. Safe. Ne, achso. Ah ja gut, hier kann ich auch lang gehen. Dauert aber länger. Ja komm, scheiß drauf. Gehen wir halt da lang. Whatever. Ich bin da mal nicht so jetzt, Leute. Fuck, fuck, fuck. Sagt er wieder fuck? Alter, der hätte ich gar keinen Bock drauf, ne? Hier, bin den Umweg gegangen, aber... YOLO! Und zwar hier ist jetzt das Krähen-Ding, aber ich will einmal speichern vorher. Speichern war doch... Ne, ist ein Umweg zum Speichern. Dann gehen wir einfach jetzt mal... Da unten war ich... Doch, da war ich auch schon. Okay, let's go, Krähen-Tür. Here we go. Ey. She got me. She fucking got me. Oh mein Gott. Genuinely erschrocken gerade, Leute. Cocksucker. Das geht immer richtig ab, ey. Ist das die ganze Aufgabe hier? Kann ich hier hoch? Yes, we did it again. Yes, Gigi. Piss off, Alter. Die Alte haben wir jetzt auch. Fehlt nur noch der Sohn. Killen wir auch noch. Und dann kommt die Oma. Ich wette, die Oma ist der Endboss einfach. Die Oma wird so sein. Die Oma wird ganz am Ende, am Ende des Spiels, sitzt die Oma so da. Er macht dann den hier.
Und dann dreht sich der, weißt du, was ich meine? Der dreht sich der ganze Kopf. So, ohne dass sich der Körper bewegt. 100 Pro. What are you doing here, little man? Nee, okay, die reden nicht wie Engländer im 19. Jahrhundert, aber. Ihr wisst schon, was ich meine. Geht's hier auf oder nicht? Gib mal die andere Waffe, sonst verschwende ich hier noch Feuermunition. Safe Space oder was? Nee, Serum. What the? Fucking baby in a box. Baby in a box. It's just a baby in a box. It's a baby in a box. Betreffend des Serie-Serums. Den folgenden Objekten der Lage Serie, Gehirnnerv, peripherer Nerv. Ja, I get it. Hier ist halt irgendwas mit experimentiert worden, schiefgegangen, Fliegen kam irgendwie aus dem Arsch. Zoe 101, Leute. Well, did he find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-Series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Was ist denn mit ihr? Also, sorry. Von wegen so, sorry, I didn't tell you about the flies on my fucking crazy mother who tried to kill you. Als wäre das so, sorry about that, hat die doch gerade gemacht, oder? Ich dachte, die hilft uns. Hier ist ein Baseball, kann ich das Schläger mal hier haben? Nee. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Außer creepy Babys, Baby Dolls? sorry, I didn't tell you about my crazy mother who, like, you know, who controls flies and, you know, doesn't really die per se, but I don't know, yeah, it should happen, you know what I mean? Well, Zoe, I gotta tell you, you're a bit of a bitch in this instance. Voodoo-Puppe? Let's check it out. Super creepy. Oktober, habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Ich sehe und höre Dinge, mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? Ah, den anderen Brief haben wir ja schon gelesen. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Habe das Geschenk in dem Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Naja, bis auf die Person, die jetzt das hier liest, was du aufgeschrieben hast, du Vollidiot. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Wie trottelig kann man sein? Du schreibst doch den Zettel, wo es ist, dann wird es doch jemand finden. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, der werde ich kein weiteres Leben gestatten, okay? Chaos Saint 89, thanks for 10 months, Maxi, 8 Monate. Cheers, my mate. Cheers, cheers. Hier ist noch was drin, oder? Yeah, just give me the pistol. Pistol and ammunition. Okay. Geht's jetzt hier weiter, oder nicht? Das ist alles neu jetzt hier, ne? Guck mal, im EG haben wir alles. Aber im Haus gibt's halt auch noch einen Raum, gab's auch noch einen Rabenraum, ne? Da würde ich eigentlich gerne mal hingehen, aber jetzt im Haupthaus, meine ich. Zillabu, danke für den Gifted Sub. You just gave it out first for a random person in chat, which is very nice of you. What's this? Okay, da kann man was dranhängen. Hebel. Universalhebel. Münze nehmen wir. Machen wir in die Slotmaschine im Wohnwagen. Was ist das für eine Tür? Die ist irgendwie ziemlich zu. Achso, das ist die Hebelwirkung hier. Aber ich könnte nicht. Mann, da könnte man doch einfach dran ziehen, Alter. Ich dachte, ich hänge da einfach ein Gewicht dran, mäßig.
weil ich brauche hier irgendwie was anderes. Da war noch Loot drin. Schauen wir mal. Nee. Haben wir alles. Hier haben wir alles, du. Nee, haben wir alles, du. Ich könnte natürlich einfach erstmal den Raben. Okay, das Serum herstellen, die Tür im alten Haus erster OG öffnen. Die Materialien fürs Serum finden. Den Arm im alten Haus immer. Okay. Wir brauchen also irgendwas, was wir jetzt da dranhängen können an diese Tür. Ich bin der Meinung, das wird jetzt irgendwo anders zu finden sein. Vielleicht war hier noch irgendwas. Kann man das Baby irgendwie dranhängen? I don't know. Thinking outside the box. Unlike that baby. If you know what I mean. You'll be inside the box, bro. Ah, aber den Witz auch noch so dumm erklärt, hätte ich gar nicht machen brauchen. War auch so schön funny as hell, man. Warte mal, ist die noch am Leben? Leck mich doch am Arsch jetzt, wirklich? Ich will da nicht runter, warum geht der runter? What the fuck? Well, that's special. Ah, oh, die ist jetzt eine Spinnenfrau. Na klar. Ist jetzt eine Spinnenfrau. Das fand ich gerade viel creepier als alles bis jetzt. Dieses Laufen, oh Mann, ey, Quaylag. Das klang aber nicht wie eine Leiter hochgehen. Das klang wie Ficken. Wollte ich nur damit sagen, falls ihr es nicht kapiert habt, was ich da anspielen wollte. Okay. Seriously. Like. I don't know. So, I guess, das ist zu? Nee. Ist das eine Abkürzung? Ah ja, wir sind jetzt hier beim Haus Bar 25 hier. Oder? Nee, doch. Okay, ist eine Abkürzung. Wir gehen jetzt mal speichern. Ja klar, sicher. Geilo. Und ich überschreibe auch. Haha. Weil ich crazy drauf bin und alles mache, was ich will. Oh, Tommy, was machst du? Nicht überschreiben. Oh doch, I'm gonna do it, I'm gonna do it, yeah, I'm gonna motherfucking do it. He really did it! Oh my god! Oh my god! Oh, ich habe noch gar nicht schiffen heute, 2,5 Stunden schon. Donnie ist so ein Daredevil auf jeden, ey. Das ist mein zweiter Vorname. Donnie Daredevil. Ich lege jetzt mal was weg hier, oder? Nee, ja, erstmal Combination. Combination across the nation. Nee, ich hab nichts zum Kombinaten. Ich brauche Chemikalien, habe ich halt nicht. Nee, sag ich mal ganz ehrlich, könnt ihr euch sonst so aufregen, ja, dass der Donny wieder keine Chemikalien hat. Ja, Donny, wo sind denn deine Chemikalien, werde ich immer gefragt. Ich sage, weiß ich nicht. Ich sag Reinhold. Ja, aber die ist... Wie ist es nochmal, Kiste Fanta, Reinhold und... von Helge. Reinhold, Helge, das alte Reinhold Helge spielt. Oh, das liebe ich. Reinhold, Helge, was ist denn Reinhold? Kann ich euch sehr empfehlen, von Helge Schneider, Impro-Nummer. Eine Impro-Nummer namens, also wo er mit Reinhold Messner irgendwie auf den, die Antarktis irgendwie geht, glaube ich. So, ganz kurz, wir sind doch eh beim alten Haus jetzt, hier war doch noch ein Rabenraum, oder? Guck mal, bei der Vorratskammer, da wollen wir doch hin. Komm, den Loot wollen wir uns geben, oder? Da ist doch sicher übelst nicer Loot. Da am Salon unten rechts, da gehe ich hin. Die Getränke, Kiste Fanta.
Wie komme ich denn da am besten hin? So. Ja, ich habe ja überall Abkürzungen eigentlich. Die müsste ich mal mehr nutzen, ey, tatsächlich. Aber Vorsicht, hier könnte natürlich wieder ein Jumpscare kommen. Wir sind jetzt wieder, wo das Spiel denkt, haha, jetzt wiegt er sich in Sicherheit, aber nein. Bäh! Als ob das Spiel mich kennen würde, so. Hier, Rabenraum! Let's go, let's do this! Oh, ich wette, hier ist geiles Zeug drin. Weil hier kannst du ja erst hin, wenn du wirklich nochmal zurückgehst hier. Oh, shit! Granatwerfer! Ja, hallo! Ja, moin! Erstmal das hier. Flammengranaten. Flintenmunition. Leute, hier ist richtig was los hier in dem Raum. Hier ist nochmal Festbrennstoff. Ja gut, ich habe jetzt aber auch voll wieder das ganze Inventar voll mit Scheiß. Ah, shit. Warte mal, kann ich das nicht reloaden und dann ist das eine weg? Sieht ganz cool aus, ne, die Animation. So, jetzt müsste doch... Nee, ist nicht. Ich kann den Rabenschlüssel vielleicht wegschmeißen, aber dann habe ich ja immer noch... Ein Slot fehlt mir immer noch dann hier, ne? Just thinking out loud here, guys. Würde ich schon gern mitnehmen, sag ich mal ganz ehrlich. Ah, ich habe hier noch eine Kiste um die Ecke. Warte mal, hier war doch noch ein Speicherding. Oder? War hier nicht ein Speicher? Scheiß. War hier nicht irgendwo ein Speicherraum? Also? Ja, Reinhold, ich frag dich. Genau. Sehr, sehr gut. Danny. 96k, danke für 5 Monate. Support. Ja, scheiße, kann ich doch nicht liegen lassen hier. Ist ein fucking Granatenwerfer, Leute. Was man halt so hat in der Vorratskammer. Oh, ich sehe noch was. Kann ich was kombinieren vielleicht? Nee. Ah, das nervt mit dem Platz immer. Meinst du, würdest dich trauen, das im VR zu spielen? Nein, nicht trauen. Einfach, ich mag VR nicht. Da wird mir schlecht. Habe ich einmal ausprobiert und möchte ich nie wieder machen. Aber muss jeder selber wissen. Ich mochte es gar nicht. Nach einer halben Stunde irgendwie das abgemacht, dann war mir echt schlecht wie seekrank. Das ist nicht meins. Ich behalte gerne die Kontrolle über mein Umfeld. Und bei einem Horrorspiel wird mich das absolut wahnsinnig machen. Gab es auch Veranlagungen. Nicht jedem wird das schlecht. Mir auf jeden Fall schon. So, was denn hier? War ich da schon drin? Ja. Nochmal die Eingangshalle zurück. Nützt ja nichts, ne? Ich muss nochmal kurz zum Waschraum, ne? Guck mal, wir kennen uns hier mittlerweile aus wie in unserer Westentasche in dem Haus. Ich glaube, ich lege tatsächlich den... Nee, ich dachte gerade kurz, ich lege dieses Brenngerät da weg, aber das wäre, glaube ich, nicht so klug. Ich glaube, wir müssen nochmal gegen die Spinnen voran. So, warte mal. Kann man kurz checken. Gibt es noch Rabentüren? Weil sonst lege ich den Rabenschlüssel weg. Ich sehe nur Schlange. Und. Ach, ein Oval. Das. Nee, Schlange. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schlangenschlüssel. So, ich lege den Rabenschlüssel weg. Genau, den können wir, glaube ich, jetzt weglegen. Dann dieses Psychotonikum benutze ich irgendwie nie. Und das Kraut kann ich, glaube ich, jetzt kombinaten, oder? Nee, fehlt noch. Aber das haben wir in dem... In der Vorratskammer ist wieder... Waren ja Chemikalien, ne? Oder... Was machen wir denn jetzt? Scheiße. Ich leg mal die Münzen rein, stimmt. Die muss ich nicht dabei haben. So, jetzt könnten wir es eigentlich aufheben. Ja, jetzt können wir es aufheben. Jetzt können wir die Waffe aufheben und uns noch das, was kombinieren. Münzen weg, so sieht's aus. Oh ja, ich gehe durch die Tür. Geil, 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 mach sie auf. Vorratskammer da lang, ja. Schwer sich die Wege zu merken irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber jetzt habe ich den Weg habe ich jetzt raus. Oh,
Oh ja, Baby. Und jetzt das und das können wir direkt kombinieren, glaube ich. Nee, doch nicht. Shit. Habe ich gehofft. Aber wir haben hier alles gelootet, ne? Jetzt. Nee, das fehlt uns, ne? Scheiße. Ja, was brauchen wir? Festbrennstoff oder? Na gut. Kurbel könnte ich vielleicht auch weglegen, ne? Man kann nicht einfach Sachen so wegschmeißen, ne? Es geht nicht. Muss immer in die Kiste legen, ne? Gut. Lass ich mal eine andere Waffe auswählen. Haben wir überhaupt Munition für das Vieh hier? Guck mal, Granatenwerfer, Alter. Einfach nur mal angucken. Ist what I'm talking about, baby. 3 Stück. Ja, lieber mal schnell weglegen, sonst werde ich hier noch gierig und schieße jetzt hier rum. Combination across the nation, so sieht's aus. Warte mal, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen wieder ins alte Haus, ne? Wir sind hier, wir lungern hier viel zu viel in hier rum, wo wir nicht sein müssen eigentlich. Ins alte Lungerer, wir lungern hier im Haus rum, als wären wir so richtige Lumpis. Lungerer. Ah, hier war doch... Ja, jetzt weiß ich wieder. Jetzt hier war doch die Abkürzung, genau. Ich speichere dich hier direkt nochmal, glaube ich. Hey, ja, klar, es macht Sinn. Und ich bin so krasser Daredevil, ich überschreibe wieder. Ich weiß, Leute, ich bin verrückt. Nee, hört auf. Komm, ich weiß selber. Ich bin echt ein bisschen... Ich tick ein bisschen anders als andere Leute. Bin Daredevil. Ich mache ja auch Parkour und so. Und, ja. Das ist halt so ein bisschen mein Adrenalin, so. Ich bin... Das können dann normale Leute nicht verstehen, so. Crazy Dirty. Ich bin crazy und daredevilig. Warte mal, soll ich die Kurbel mal weglegen? Komm. Ja. Kurbel. Ja, kannst du auch mal kurbeln hier, du Arschloch. So, haben wir noch Münzen? Wie viele Münzen haben wir denn? 3. Aber es fehlen mindestens 5. Also mindestens 2 noch. Okay. Loco Donny, genau. Okay, weiter geht's. Hier ging's lang, ne? Hinter dem... Macht schon Bock, das Spiel, Mann, muss ich sagen. Macht mir Spaß. Hier ist was. Ah, okay. So, there is a random flüssige. Jetzt können wir wieder was machen hier. Geil. Immer direkt kombinieren, Leute. Ich bin jetzt der Kombinator. Resident Evil 2 Remake werde ich auch mögen, sagen die Leute. Hm. Wollen wir mal sehen. Vielleicht wird das ja bald hier auch gespielt, ne? Wurde jetzt schon vielfach kommentiert. Und ich sag mal so, solange ich Spaß habe an Spielen im Stream und die Leute auch, ist es ein Win-Win in my book. Dann kann ich es auch spielen, ne? Dark Souls 2 wird übrigens nicht vergessen hier, meine Freunde, ja? Das ist immer noch ein Herzensspiel für mich, werde ich immer noch weiterspielen. Auch wenn es nicht ganz so viele Zuschauer sind, es ist uns egal. Denn Dark Souls 2 ist charmant. Und ein bisschen scheiße, aber deswegen auch geil. Lass mir das doch nicht nehmen, dass ich nicht auch noch das letzte Soul-Spiel hier im Stream spiele. Was ist ein Schatzfoto? Ja, das haben wir schon aufgehoben, oder? Ach, Schatzfotos sind quasi immer die Münzen, ja? Hm. Ist es offen? Warte mal, ist da überhaupt... Muss ich da lang einfach, oder? Ne, hier geht's nicht rein. Warte mal, ist das offen oder nicht? Andere Seite verschlossen, okay. Dann muss es doch hier reingehen, oder? Ich kam ja aus dem Loch hier raus, ne? Okay. Ist das jetzt Neuland? Okay, Neuland. Die ist da irgendwo, ne? Schlangenspinnenfrau. Erstmal hier, oh, das ist blau, das kenne ich noch gar nicht. Spaltmittel. Mann, ich kann nichts looten. Ich kann nichts kombinieren.
Scheiße, ich brauche einen größeren Rucksack. We're gonna need a bigger boat. Dietrich brauche ich auch. Oh Mann, ich habe so viele Sachen nicht. Hier Schatz, oder? War hier nicht das Schatzbild? Ja. Warum liegen eigentlich so viele Toiletten hier rum, ey? Was suche ich überhaupt? Ich kann eh nichts einstecken, weil ich wieder keinen Platz habe im fucking Inventar. Ich könnte aber mal hier mich mal heilen. Habe ich jetzt wieder Platz? Einen schon, ne? Na gut, wow. Spaltmittel könnte ich jetzt holen, aber will ich nicht. Ein Tor verspätet den Weg. Da! Kiste. Nee, bitte Messer. Mackie Messer. Starke erste Hilfe in Arznei, gut. Was ist das hier? Ich frag mich gerade, kann ich das vielleicht aufsprengen mit meinem Granatenwerfer? Crazy. Daredevil Donnie blows shit up. Likes to blow things up. Ist das ein Boxsack? Ja, ne? Also jetzt nochmal, wir kamen von hier oben runter. Da geht's lang. Da geht's noch nicht lang. Okay, dann gehen wir mal. Oh, ist ein bisschen, ich hab ein bisschen Schiss. Das ist jetzt wieder ein bisschen unheimlich hier, die Stelle. Da komme ich nicht rein. Psychotonikum, okay. Benutze sich eh nie. Ja, ich kann nichts aufheben. Scheißdreck. Mann. Ich hab so viel scheißgeilen Loot hier. Ich kann nichts aufheben. Ich bin noch ein geiler Lootmann. Soll ich die Tür überhaupt aufmachen? Irgendwie habe ich das Bedürfnis, die aufzumachen. Ja, danke. Geil, verbrenn dich halt. Depp. Ah, nee, ich hab überall so Pickel. Jetzt aber, oder? Geht die jetzt auf? Was mache ich denn? Jetzt aber, oder? Ist doch eh nur die Tür. Ich weiß ja nicht, warum ich mir jetzt den Stress gegeben habe. Gut. Alter.
Oh, ich muss kurz schiffen. Da bin ich wieder. Ha, teleportiert. Komm, wir machen direkt weiter. Bockt. Aber ja, es ist gerade, das hat mich jetzt schon echt gerade erschrocken. Bin nur froh, dass ich nicht geschrien habe. Weil die Nachbarn gerade, glaube ich, nicht so mal Fan von meinem Let's Play sind. Aber solange ihr seid, ist alles gut. Weiter geht's. Ich bin dreimal vom Notarzt wiederbelebt worden, als ich das in VR gespielt hatte. Ich hoffe, du meinst das jetzt ironisch, oder? Oder so als Witz. Das wäre schon krass. Okay, let's do this. Ich bin ja sogar, ihr habt es ja gesehen, ich bin sogar so die Treppe hoch, super vorsichtig. Ich hätte aber einfach damit gerechnet, dass es von da irgendwas kommt. Aber immer Fenster, Mann. Auf die Fenster muss man immer achten. Ja genau, Back to Havoc, du kannst gerne im Discord Highlight-Clips posten, da haben wir einen Kanal dafür. Stream Highlights heißt der. Da wird auch immer fleißig gepostet, gucke ich mir meistens immer nach dem Stream an und manchmal nehme ich dann auch davon quasi Clips. Oh mein Gott, fuck off! Das wäre zum Beispiel ein Highlight-Clip, wie ich Highlight-Clips erkläre, während ich in einem Highlight-Clip bin. Weil ich mich erschrocken habe. Ich nehme den Granatenwerfer. Ich bin komplett verrückt jetzt. Ich gehe jetzt all in. Entriegelt. Okay, gut. Alter, ich baller die jetzt. Ich baller die jetzt mit dem Granatenwerfer ab. Ich schwör's euch. Das ist vielleicht dumm, auf so kleinem Raum mit einem Granatenwerfer zu werfen. Ey, diese scheiß Schlange. Ey, diese scheiß Viech. Geh mal weg. Come on now with me. We're gonna set up. I swear to God! No way! Ich bin wieder runtergefallen, scheiße! Drecksfliegen! Geh weg! Bleib doch mal stehen jetzt! So, ich geh jetzt da hoch, ich schieß die ab mit dem Granatenwerfer. City Boy. Ja, denkst du jetzt? Aber hast du mal meine Wumme gesehen, Kollegin? Ich komme. Oh, warte mal, ich kann hier Sachen jetzt looten wieder. Komm, Ignatius. Nee, brauche ich nicht. Brauch Arzneimittel brauche ich, Mann. Wo ist sie? Wie kommt. Okay, ich ball jetzt. Das geht jetzt ab. Pass mal auf jetzt. Say hello to my little friend! Ah, ich hab keine Munition mehr, scheiße! Nein, 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 nein! Lass mich bitte!
diese scheiß Fliegen, Mann! Ich bin noch nicht tot! Jetzt bin ich tot. Say hello to my little friend. Muss ich jetzt alles neu machen? Ist die Frage. Ist jetzt hier offen, weil ich es hier aufgemacht habe? Ja, oder? Nee, okay, ist jetzt alles. Kann ich was kombinieren? So müsste das letzte. Oh, warte mal, die kommt jetzt wieder durchs Fenster? Schrotflinte. Cheater. Wo kommt die nochmal? Die Sau. Here I come. You're going nowhere. Alter. Aber das lief gut. Here I come. Let's see you scamper your way out of that. Ich verstehe nicht. Habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Nichts zum Heilen. Okay, here we go. Ha! Weg, renn. Wieso läufst du so langsam? Ach so, weil du auf dem Boden bist. Ich brauche jetzt schnell den Granatenwerfer, Leute. Ich bin jetzt verrückt. Ich übertreib's jetzt. Das muss sie doch gekillt haben. Das got her, right? No way. Yes! GG! Fuck, ich hab...
Ich habe nichts mehr zum Heilen. Nichts mehr zum Heilen. Das ist der Ich hatte nichts mehr zum Heilentanz. Ich hatte nichts mehr zum Heilentanz. Doch ich hatte einen Granatenwerfer, ja, mit 4 Schuss. Hey! Laterne. Puh. Ich hatte nichts mehr zum Heilen, ja. Alter, das war knapp. Ich hab, alle 4 Schüsse haben einfach geil gesessen. War einfach auch mal... Kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen. Laternenmann. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Immer wenn was gelb ist, kann man irgendwie interagieren, ne? Runterhüpfen. So, jetzt gucken wir uns erstmal um. Wir müssen dringend was kombinieren, Freunde. Wir haben... Oh. Ja, aber ich brauch das. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Nee, geht ja nicht. Frage ich jedes Mal. Ich muss jetzt... Ich muss zu einer Kiste schon wieder. Ich muss eh speichern. Aber ich bin hier gerade schon. Da muss ich wieder zurück. Das nervt. Ich habe gerade kurz gedacht, ich sterbe von dem Fall Damage da. Gut, ich gehe jetzt einfach mal ganz zurück. Wo ist denn jetzt nochmal... Hey, hier kommt man jetzt durch. Oh, nice, mate. Jetzt ist bestimmt ein Safe-Punkt hier, oder? Wieso konnte ich das jetzt aufheben? Ach, weil das stackt, okay. Entriegelt, okay. Bitte gib mir einen Safe-Punkt. Ja, warte, wo war denn jetzt hier der nächste? Wohnwagen hier, ne? Ja, geil, Wohnwagen. Okay, Leute, dann gehen wir gleich wieder zurück und looten den ganzen Scheiß da. Schatzi, schick mir ein Foto. Drei Münzen, Pillen. Was kann jetzt darüber? Die Laterne, oder? Margarites Laterne. Offenbar hat sie mit ihrem Licht die Insekten kontrolliert. Ah, okay, geil. Ich kann jetzt die Insekten auch damit weghalten oder halt irgendwie kontrollieren. Das Foto brauche ich zum Beispiel jetzt nicht. Das kann er nie. Kiste. Ich brauche auch den Granatenwerfer jetzt nicht. Ich habe keine Granaten. Ah, das war schon episch, Alter, mit dem Granatenwerfer. Ja. Granatenwerfer ist einfach geil. So, wir brauchen jetzt... Wir können direkt was kombinieren, glaube ich, mit dem Loot, was uns noch bevorsteht. Ein Speicherdisk. Ich könnte eigentlich alles jetzt tatsächlich rüber, damit ich jetzt nur, damit ich Sachen aufheben kann, ne? Wäre eigentlich schlau. Und alles hier nachher dann wieder aussortieren. Das ist vielleicht der schlauere Herangehensweise. Ich kann ja hier die Sachen dann wieder nehmen. Und dann hier mal kombinieren. Das ist vielleicht besser, ne? Sagen wir mal alles weg. Kurz. Das muss erstmal rein, ein paar Waffen. Und dann gehe ich jetzt mal alles looten, was ich da so noch rumlag. Schlau. Wo war denn das hier? Okay. Puh, aber die Bosse, also es gibt ja keine richtigen Gegner, es gibt ja immer nur Bosse gefühlt. Die haben schon in sich, ey. Ich finde auch keine Steigerung, die sind alle gleich schwer. Alle. So viel Zeit muss sein. Richtiger Schwabe, ey. Das war Brennstoff, ne? Okay. Dann war hier noch Zeugs, ne? Das geht jetzt auf, okay, gut. Spinnen sind weg. Hier war noch geiler Loot, genau. Kombinieren wir gleich. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Prinzip eigentlich, was mir jetzt später erst auffällt. So,
eine Area kommen, den Boss clearen und dann sind auch die Spinnen und so weg. Und dann einfach nochmal umsehen nach Geheimnissen und Loot und so. Überall in jeder Ecke was aufheben und so. Vielleicht irgendwie so. Dann ist man immer gestärkt für die nächste Gegend. Warte mal. Warum, Paul? Bin immer noch ziemlich low HP, ne? Tja. Hier ist auch noch Loot, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, nicht mal. So, jetzt kombinieren wir erstmal direkt was. Und zwar. Nee, doch. So, das ist schon mal gut. Dann war hier noch. Jetzt braucht man da keinen Schiss haben. Kann ich euch jetzt. Ist für euch jetzt auch eine kleine Pause. Jetzt passiert erstmal nichts. Jetzt haben wir ja den Boss hier gemacht. Ich bin jetzt gerade nur wieder, um die Sachen aufzuheben. Papa hat ja alles aufgeräumt hier. Aber hier war doch noch irgendwas, oder? Da. Das ist auch was ist das? Pistolenmunition, nice. Und hier. Brennerkraftstoff, geil. Ja, das war's, glaube ich. Jetzt können wir wieder zurück in die. Oder warte mal. Ich meine, ich war noch irgendwo anders, wo es Loot gab und ich nicht alles aufheben konnte, aber gut. Hier? Nee. Na gut. Was war das? Wo ist die Tür? Ich habe Orientierungsprobleme. Hier. Okay. Dann war doch hier noch irgendwo, lag doch was. Lag hier nicht irgendwie? Ist hier nicht irgendwas? Ich muss kurz gucken. Da war doch noch Loot. Wenn ich schon mal so viel Platz habe gerade, ne? Oder ist es das gleiche Haus? Ne, hier oben, doch, ich wusste es doch. Hier ist Spaltmaterial. Ja, Mann, Sherlock Donny. That's how we do. This is how we do it. This is how we do it. Wow, übelst viel Kraut, Alter. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Nice. On a Saturday night. Oh, Saturday night? Warte mal. So, da geht's nur runter in die An. Ins. Jetzt haben wir alles. Oh, das war gut. Looter, Loot. Loot, Loot. Wie heißt der Donny? Wie macht der Donny-Zug? Loot, Loot. Mega witzig. Null von 10 Gag. Ja, danke dir. Danke für den Support. So, jetzt kombinieren wir mal schön fröhlich, feuchtfröhliches Kombinieren geht jetzt hier los. Ja, können wir wieder nicht, weil wir keine Chemikalien haben. Das finde ich eigentlich gar nicht witzig. Finde ich eigentlich scheiße, aber naja, was soll ich machen? Was nehmen wir denn jetzt mit? Ich brauch Chemikalien, Mann! Ich brauche Chemikalien. Das kann doch nicht so schwer sein. Also, Munition mitnehmen. Flintenmunition mit. Warte mal. Was ist denn das für Munition? Was ist das andere? Warte mal. Also, erstmal diese scheiß Pillen brauche ich nicht. Ich benutze die nie. Dann, was ist das? Warum ist das andere Art Munition? War das 30? Okay, bis 30 ist voll. Okay, gut. Warte mal, kann ich jetzt nicht nachladen dann direkt und dann irgendwie? Nee. Und hier? Hier kann man nachladen. Dann kann ich mehr mitnehmen, ne? Schlau. Nee, war nicht schlau. Doch, Flintenmunition. Doch, es kann doch jetzt wieder da rein. Ja, nice. Gut. Dann. Nehme ich mal Nee, ich hab 40 Schuss. Ich brauche gar kein Schießpulver erstmal. Auch nicht zum Kombinieren. Aber Kraut nehme ich mal mit. Weil, wenn ich wieder Chemikalien finde, dann kann ich die kombinieren. Und was ist das Spaltmaterial? Das muss ich mir mal angucken. Was sagt denn das?
kann die Flüssigchemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen. Das heißt, ich kann das hier kombinieren mit das hier und habe dann wieder... eine flüssige Chemikalie, aber eine starke. You know what? I'm gonna do this. Und dann mache ich mir hier lieber sowas. Jetzt habe ich... Okay. Merkt ihr auch, ne? Oh mein Gott. Bitte, das soll auch YouTube sehen. Wie, bitte, da kann mich der Chat jetzt ruhig auslachen. Das muss ich jetzt über mich ergehen lassen. Bitte die Emotes. Das soll jetzt auch mal, das muss jetzt auch mal YouTube sehen. Ihr seht ja die ganze Zeit den Chat nicht, aber das habe ich jetzt verdient. Die EQ-Emotes. Das war das Dümmste, was ich diese Woche gemacht habe. Vielleicht sogar 2021. Ich sehe schon, während ich es mache, wie ich so meinen Körper verlasse, und mich so von außen so, Donny, was machst du da? Das ist komplett dumm. Aber trotzdem mache ich weiter. Als würde mich so ein Dämon besitzen. Ich hatte in Physik eine 6 übrigens. Mein Gott, war das dumm. Ja, lass uns nicht drüber reden. Also, selbst für meine Verhältnisse war das schon ganz schön gefährlich dumm. So, jetzt können wir jetzt hier nochmal, ohne dass wir jetzt komplett verpeinlicht aus der Nummer rauskommen. Granatenwerfer lasse ich jetzt in der Kiste, ich habe nämlich keine Munition, nimmt nur Platz weg. So, Schrotflinte, Knarre, wir brauchen den Brenner, falls die alte Nummer kommt irgendwie, ich habe das Gefühl, da wird nochmal was gebrannt. Nee, ich habe auch jetzt die Laterne, warte, ich nehme die Laterne. Die muss man mal ausprobieren, vielleicht können wir die gebrauchen. Kraut brauchen wir doch zum Kombinieren. Gute Nacht, Chris. Hau rein. Ja, reicht erstmal. So, ich geh jetzt mal einfach. Ja, ich hab irgendwie das starke Gefühl, dass ich es gleich wieder bereuen werde, nicht irgendwie alle mehr abgelegt zu haben. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Soll ich das Messer mal weglegen? Ja, Messer braucht man eigentlich immer. Okay. Speichern oder nicht, ist die Frage. Aber warte mal, ich kann direkt eine Medizin nehmen. Das ist, glaube ich, gut. Jetzt habe ich ja wieder einen Platz frei, ne? Okay, ich nehme mal das Kraut mit, weil... Oh, warte mal, ist denn hier? Ist eine Münze? Was war das? Habe ich gerade Scheiße aufgehoben? Was habe ich denn da aufgehoben? Was habe ich da aufgehoben? Habt ihr das gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, was ich aufgehoben habe. Chat? Ich habe es nicht gecheckt. Ciao, Multicasten, hau rein. Okay, ich speichere jetzt doch mal. Ich habe jetzt so viel Scheiß gemacht. Ghost Rider, danke für die 5 übrigens. Sorry, nicht gesehen. Und Naughty Sex hat auch mal 5 Euro gespendet. Vor einer Stunde. Mann, sorry. Ich hoffe, du bist noch da und hast jetzt gesehen, dass ich mich bedankt habe. Was ist hier? Okay. Weiter geht's. Fresh Dieter. Danke für den Tier 1 Sip. Much appreciated, much obliged. Wo muss ich jetzt lang, hey? Was steht denn in den Aufgaben? Das Serum herstellen, die Materialien fürs Serum finden, den Arm im alten Haus im ersten OG. Das ist das alte Haus, oder? Warte, nee. Was steht denn hier? Ist das das alte Haus? Ah, das ist das alte Haus. Ich muss also da wieder hin. Okay, gut. Dann gehe ich da hin. Ja, aber das muss doch dann hier liegen. Das ist doch das alte Haus.
Und das ist der erste Stock. Hm, ich muss nochmal gucken, habe ich das tatsächlich übersehen? Ich muss da dieses... Bin ich jetzt... Altes Haus, erst so geh. Aber brauche ich einen Dietrich? Ist das vielleicht hier drin? Nee. Mehr ist hier aber auch irgendwie nicht. Aber warte mal. Ich kann ja hier auch lang und dann da wieder hoch. Ist hier immer noch zu? Hm. Rucksack, Subs, würde ich so, wenn du mich so fragst. Okay, warte, habe ich es echt übersehen? Ich bin im ersten OG. Ich war doch hier aber schon mich mal umsehen und habe nichts, kein Serum, warte mal. Die Materialien fürs Serum finden. Den Arm im alten Haus erst OG. Ich bin im alten Haus erstes OG. Wo ist denn hier ein Arm? Arm dran bin ich hier, weil ich das nicht weiß. Oder meistens. Was ist denn die Leiter hier? Kann ich da was machen? Kann ich hier irgendwie was machen? Das ist jetzt einfach nur eine Abkürzung. Hä, was ist jetzt hier? Da war ich doch schon. I don't understand. Hallo Arm, wo bist du? Federico! Federico! Da unten ist doch... Warte mal, war ich da? Nee, klar war ich da unten schon. Hm. Not really very understanding this, very much. Vielleicht hier lang? Ist das jetzt hier was Neues? Nein. Aber hier... Warte, ich habe eine Idee. Hier kann ich doch nicht rein. Kann man hier irgendwo droppen, dass man da rein kann in den Raum? Gewächshaus. Nee, kann man nicht rein. Was ist denn da? Hm. Also hier genau drunter wäre das. Ja, Bro. Ist das chillig für dich, Bro? Für mich nicht. Izzy, oh, danke für den Gifted Sub. Kann ich hier rein oder so? Ja, aber ich habe Angst vor dem Spinnen. Nee, die ist jetzt tot, ne? Was heißt das schon bei dem Spiel tot? Leute, ich bin zum ersten Mal lost, so richtig hier. Ich weiß nicht, was... Ich hatte sonst immer eigentlich ein Ziel. Und so richtig verirrt habe ich mich eigentlich auch noch nicht. Aber jetzt bin ich gerade total verirrt. Ist das auch noch altes Haus, erstes OG? Ja klar, da muss ich da hin. Wie komme ich denn da hin? Ich bin wirklich lost. Kommt man da vielleicht wieder irgendwie über... Also hier ist es safe nicht. Jetzt habe ich jetzt alles durchsucht. Was ist denn hier los? War ich hier schon? Hier war ich noch gar nicht. Okay, hier ist Loot. Ja, nice. Warum habe ich das nicht gesehen vorher? Combination across the nation, Leute. Warte mal, ist das hier neu alles? Warum war ich denn hier noch nicht? Hier ist lauter Zeugs. Hä? Ich glaube, hier ist Progress. Ja, dann geht's hier weiter. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Ja, geil. Kann ich noch was kombinieren? Ja, ne? Da, doch. Was war denn das? Festbrennstoff und Physik-Brennerkraftstoff. Wo?
Ja. Entriegelt. Ah, jetzt geht's ja weiter, Leute. Nein, es ist einfach nur die Tür. Es ist einfach nur die Tür. The Last Krachen. Danke für 3 Monate. In letzter Zeit lieferst du wieder mega ab, Donny. Danke dir. Ach, ich habe noch nie im Leben mega abgeliefert. Das, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt gucke ich doch mal. Das sind Geräusche, warum? Ich fick euch. Jetzt habe ich nur das aufgemacht, war hier wirklich nichts anderes drin. Schon wieder so ein, die mit ihren Rasenmähern, ey. Obwohl, sind das irgendwie Farmer eigentlich gewesen? Farmers? Farmer Boy? Hier ist Zeug. Kraut. Was ist das? Serum? Nein. Ah, hier sind voll die guten Sachen. Mhm. Okay. Stop making noises, House. I do not understand. Ausrufezeichen, Sachen, die Leute im Chat. Ja, manchmal gucke ich ja auch mal nach, was der Chat wieder hier am Reden ist. Ich sehe ja kein Ausrufezeichen. Nirgendwo. Wo seht ihr denn ein Ausrufezeichen? Ich nicht. Ich bin zu blind dafür, oder? Wo ist denn hier ein Ausrufezeichen? Sag mal, bin ich jetzt wirklich zu blind, das zu sehen? Wo ist denn hier ein Ausrufezeichen? Jetzt war ich so gut mit alles selber rausfinden. Aber ich kann ja auch hier einmal hoch dingsen. Okay, aber wo? Kontaminierter Bereich. Das ist vielleicht hier. Da mal im ersten Stock. Unten ist auch nichts. Ich bin blind, ja, ich glaube schon. Ich sehe kein Ausrufezeichen, ich schwör's euch. Das ist doch ein Dietrich-Schlüssel. Kein Ausrufezeichen. Ja, genau, Chat. Entspannt euch mal ein bisschen, ja? Ich krieg das schon hin. Oder auch nicht. Speisekammer, Esszimmer. No idea, ich sag's euch ehrlich. No idea. Ist hier Loot? Ich geh nochmal raus. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Ich habe ja alles durchsucht. In dem Kackhaus hier. Warte mal, ich gehe. Oben kommt man nur raus, ne? Nee, ich hätte auch unten raus können. Na egal. Tuxian! Zuckerdack! Thanks for the subs. Tine Wittler live. Sorry wegen der unordentlichen Küche neulich, Tine. Bist du wirklich. Du bist nicht wirklich Tine Wittler, oder? Wie geht's denn jetzt raus? Oh, ist ein zäher Abschnitt hier von dem Let's Play. Zäh. Aber es gehört dazu. Ich muss das jetzt hier rausfinden. Also hier wäre quasi der normale Gang der Dinge. Hier habe ich die alte, das ist hier aufgegangen. Hier müsste doch dann quasi der Progress irgendwo sein. Also sozusagen hier raus. Und dann halt irgendwie gucken, dass man hier... Vielleicht wieder da runter oder so und dann wieder ins in die andere Seite. Ich gehe da mal lang. Ich guck mir das jetzt mal an. Vielleicht geht's ja hier lang. Vielleicht kommt man da in die, ich glaube, ich muss wieder in das andere.
Da gab's doch noch diese Tür, ne? Wo ich noch nichts dran gehangen habe. Ist das nicht hier gewesen? Das war doch quasi das, was ich meine. Eins meiner Ziele, hier oben die Treppe hoch. Kann ich da jetzt was dranhängen, vielleicht, was ich jetzt hab? No way, are you kidding me? Da war gerade Klaviersound. Warte mal, da habe ich mich gerade dran erinnert. Das habe ich vergessen. Kann ich hier was machen jetzt? Vielleicht das hier? Ja, easy. Safe. Safe! Auch ohne euch! Wo geht's jetzt aber lang, ist die Frage. Aber ein Ausrufezeichen sehe ich immer noch nicht. Also das habe ich nicht verstanden. Siehst du immer, wenn man es selber rauskriegt, ist immer besser. Aber ein Ausrufezeichen sehe ich trotzdem auf der Karte nicht. Bin ich ja scheinbar komplett zu blöd dafür. Naja, anyway, I did it. I did it my way. I did it my way. So sind Spiele, Leute. So sind Spiele. Ja, wenn man schon weiß, weiß man es. Wenn man es nicht weiß, braucht man halt ein bisschen. Oh, oh, oh. Don't really... Ah, das ist so super creepy, das Zimmer. Hey, mate, are you friendly? Ja, okay. Kann ich die Sachen angucken? Nee. Okay, progress, guys. Oh. Gerade an dem Stern habe ich erschrocken. Ronaldo, Übersteiger. Glaubt ihr, ich kann den Ball in den Mülleimer da drüben reinschießen? Gib mal her. Gib mal her. Gib mal her. Mann, ich sehe einen Ball, ich will damit spielen. Das ist immer so bei mir, auch im echten Leben. Ich wollte den gerne da in den Mülleimer da, weißt du? In den weißen, in der Mitte jetzt. Ich wollte gucken, ob er den da reinkicken kann. Okay, geht nicht. Pflegor! Vielen Dank für die 4 Monate. Na, Donny, freue mich auf einen entspannten, lustigen Stream mit dir. Bist einfach der Beste auf Twitch. Quatsch bin ich nicht, aber vielen lieben Dank für die 4 Monate Support. Und über die netten Worte freue ich mich natürlich, dass es dir gefällt. Ich sehe schon YouTube-Motzen über die Backseat-Gamer, aber der Chat ist ja ausgeblendet. Ihr könnt euch auf jeden Fall verlassen. Ich mache das jetzt lang genug. Ich habe da immer ein gutes... Ich will mich auch gar nicht spoilern lassen. Aber heute sind ein paar Schlawiner wieder da. Manchmal sehe ich es im Chat. Ein paar Schlawiner, die sich nicht an die Regeln halten können. Einfach nicht Backseat-Game, Leute. Das macht für andere auch... Nimmt das ein bisschen den Spaß. Auch wenn ihr unbedingt meint, ah, das kann doch nicht sein. Ich muss dem jetzt sagen, wo er lang muss. Ich halte das nicht aus. Macht's einfach nicht, weil das ist tatsächlich, auch wenn es nicht böse meint, ein bisschen egoistisch, weil viele Leute das, genau wie ich, zum ersten Mal erleben wollen. Und dann muss man halt manchmal selber drauf kommen. Und dann ist es, glaubt mir, seit 1,5 Jahren haben wir das jetzt genug Forschungsdaten zu wissen, es ist immer besser, wenn der Let's Player selber drauf kommt, glaubt mir. Immer. Weil das nämlich ein echter Moment der Freude ist, wie gerade mit der Lampe zum Beispiel oder sonst andere Sachen. So, jetzt habe ich mal Piece gesettet und weiter geht's. Man muss es halt ab und zu mal sagen. Okay, ciao, zumachen. Nee, brauche ich nicht so einen Schrank. Brauche ich nicht. Der Stuhl bewegt sich.
Oder hier. Ohne einen Runde auf, rückwärts, rückwärts, abfährt, 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 auch immer rückwärts, rückwärts. Wir gehen auf. Wir sehen auch immer rückwärts, abfährt, abfährt, abfährt. Es geht ab, 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 ab. Auf, ich kann nicht mehr. Ohne einmal Rückler, Rückler, Rückler. Er hat einen Mühe zu lang gemacht gerade. Mühe. Okay, weiter geht's, komm. Ich hab doch auch einfach Schiss hier, Leute. Kiste. Zwirgel! Medic Max, thanks for all subs. Wo jetzt zuerst die Frage? Ich geh mal hier in den Creepy-Raum, natürlich. Ah, oh, ist überall so Zeugs, Mann. Are you kidding me? Sind die von der Decke gefallen oder aus dem Boden geploppt? Something's wrong with her. Egal, wie oft man sich einredet, ey, das ist doch nur ein Spiel, das werden die doch extra so gemacht haben, das trotzdem hat man einfach Schiss. Kann nur da lang, ne? Scheiße dunkel sein hier, Mann. Stay away. Ronaldo! Die Tür sieht nicht normal aus. Das ist eine verriegelte Tür, mäßig. Das ist wieder der Ball. Hinter den Hügeln und jedem bekannt, da liegt das Teletubbyland. Okay. 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 Ja, manchmal muss man einfach auch zu Mitteln greifen, die unorthodox sind, aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut.
Ich laufe hier rum und gar keine Angst mehr. Gleiche Figur wie in dem anderen Haus. Der Arm! Ist sie, lebt die noch? Ah. I guess this is it. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Lebt er noch oder nicht? Ich wusste, dass wenn ich mich umdrehe, da was ist. Ronaldo! Tor! Was ist jetzt? Oh, hier ist überall Zeug an der Wand jetzt. Nee, komm! Lass mich raus! Ah! Ja, wie gefällt dir meine Flinte, Alter? Die gefällt dir ganz gut, du Arschloch. Ach so, scheiße. Wieso stirbt er nicht? Oh, ey, die Sounds machen's nicht besser. Ist es over? Wo ist das Mädchen? Viel mehr Schiss vor dem Mädchen als vor den Viechern. Guck mal, jetzt sind auch an der Laterne hier die Viecher. Okay, habe ich jetzt das... Habe ich das jetzt, überlebt? Ich habe nur noch 2 Schuss. Oh! Fuck off! Ich sag's ehrlich, wie es ist, wenn ich das mit VR gespielt hätte, wäre ich jetzt tot.
Wo gehe ich jetzt hin? Ich bin auf jeden Fall richtig, wenn hier das Telefon klingelt. Das ist ja wohl... Ah ja, nee, ist klar. Klar. Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Ich glaub dir irgendwie nicht. Okay, aber ich muss zum Trailer, das ist gut. Jetzt kommt auch irgendwann ein Jumpscare gleich. Das kleine Mädchen. Ich bin noch da. Riecht nach Blut. Irgendwie sowas halt. Oh, Kraut. Kombinatius? Kombinatius. Doreme, Latimene, Gorinini, Doreme. Latime, Latime, Kombinatius, ja. Kombina. Wo geht's nochmal raus? Nee, andersrum. Ich finde, ich schlag mich aber ganz gut hier gerade, Leute. Wir sind da. Warte mal, geht's hier überhaupt? Wo geht's denn hier raus? Hm. Sir Wiggle, danke dir für den Stufe 1 Sub. Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen. Und dies soll jetzt hier mitgetan sein. So, warte mal, hier geht's doch. Ich darf ja eigentlich nicht so schnell rumrennen, weil sonst kriegt man wieder einen Scare. Ich habe keinen Dietrich. Dietrich brauche ich auch noch. Mich juckt's! Ja! Ich bin hier falsch. Ich glaube, wir haben gut Progress gemacht, ja. Wo geht's jetzt nochmal raus, Mann? Hier? Nee, auch nicht. Da ist nur der Safe Point hier. Gut, könnte ich eigentlich auch direkt mal machen. Just to be safe. Safe to be safe, sag ich ja immer. Kakao Blossom, danke für 7 Monate. Ich schaue gerade Bloodborne Folge 11, freue mich auf das Resident Evil View. Die Twitch laggt bei mir immer. Ach, schade. Aber trotzdem, danke. Bloodborne Folge 11, ist aber schon länger her jetzt, ne? Jetzt haben wir nochmal überschrieben. Gibt's hier was, was ich jetzt hier noch weglegen könnte? Das zum Beispiel brauchen wir nicht. Das haben wir. Ne, warte mal. Das ist was für eine Munition gewesen? Nee. Kann ich das nicht nachladen? Nee, bringt nichts. Okay, die 5 nehmen wir uns den Slot weg. Die brauchen wir nicht. Pistole, Munition. Dann Kraut. Das ist großkalibige Verwendung von der 44 Mag. Die habe ich noch gar nicht. Dann nimmt das uns. Den Arm haben wir. Den müssen wir jetzt zum Wohnwagen bringen. Wenn ich das richtig. Und das wird auch noch heute die letzte Tat sein, Leute. Wir gehen jetzt zum Wohnwagen und bringen den Arm dahin und gucken mal, was dann passiert. Und dann, was ist mit heute? Was ist für heute mit Resident Evil? Ich habe nämlich ultra Hunger. Jetzt haben wir schon 10:30. Um 7 habe ich angefangen. Ja, ich muss was essen, Freunde. Ich sag's, wie es ist. Wie komme ich hier raus, frage ich mich einfach die ganze Zeit schon. Irgendwie anders. War ein geiler Stream. Danke, Back to Havoc. Vielen lieben Dank. Freut mich natürlich, wenn es euch gefällt. Ich hatte auch Spaß heute. Man ist doch dann ein Träumchen, wenn es allen Spaß macht. Aber ich muss... Hier war der Anfang. Warte mal, das muss doch hier rausgehen. Ja, hier. Gut. Nice. Jetzt über die Brücke da. Komische Babys entlang. Alles normal, wie gehabt halt hier, ne? Völlig easy, völlig normal. Nächstes Mal dann doch lieber wieder mit Chips. Laute Lache, vielen lieben Dank. Ja, nächstes Mal mit Chips. Dann hält man länger durch, das stimmt. Oder so Energy-Riegeln oder so. Okay, jetzt hier ist... Hier passiert aber bestimmt jetzt irgendwas Unheimliches, weil... Wenn die mir sagt, ich soll hier hingehen, dann kann hier nur irgendein... Ja, nur klar, gerade wenn ich zur Tür reinkomme, klingelt's. Ja, warum nicht?
She-Ra, danke dir für die 5 Gifte-Zaps. Vielen lieben Dank. Ich wollte ein Herz machen. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Nuh-uh-uh. That's family business, Ethan. And not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Also das, dem sein Voice Acting ist, finde ich, das Schlechteste im Spiel. Das ist mir ein bisschen, finde ich nicht so geil, nicht gut gemacht. Okay, wir looken in the fridge, oder? This pig is waiting for you in the dissection room, bitch. Ja, das ist doch ein schöner Cliffhanger für die nächste Session. Ich bin raus für heute. Ich muss essen, Leute. Fantastisch wieder was mit euch. Vielen Dank fürs Zugucken. Wen interessiert, ich stream morgen wieder. Aber nicht Resident Evil. Lass mal einen Tag oder zwei ins Land gehen. Aber morgen streame ich wieder. Ich muss mal wieder ein bisschen jetzt öfter. Ihr kriegt das mit im Discord, wenn es euch interessiert. Wie immer, könnt ihr da gerne vorbeikommen. Auch YouTube, ne? Wenn ihr Bock habt, kommt bei uns auf den Discord, findet ihr den Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zugucken. Chat sagt Tschüss. Ich denke mal, wir raiden gleich noch jemand hier. Ansonsten war es für heute. Ich gehe jetzt was essen. Ja, ich weiß immer nicht, wie lange ich abmoderieren soll und was man da sagen soll. Deswegen sage ich jetzt einfach Ciao. Lasst ein Abo da. Oder auch nicht. Komm, der YouTube-Kanal, der ist irgendwie, der dümpelt eh so vor sich rum. Aber ich freue mich, wenn ihr da die Glocke bimmelt und Dings und dann kriegt ihr immer die VODs mit. Also tschüss, ne? Macht's gut. Danke, YouTube, fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.